Ein herzliches Hallo und willkommen, meine Damen und Herren, hier zur allerletzten Saison unserer EAFC24-Karriere mit dem SV Werder Bremen. Die Reise war eine sehr lange, muss man sagen. Einige Parts haben wir eben gemacht und ich habe es ja schon in der letzten Episode gesagt gehabt. Wenn ihr weiterhin Bock habt auf eine weitere Saison, weil ich habe es auf jeden Fall, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann wird es das halt eben noch geben, aber das wird dann auch die letzte Saison sein. Und so wird das diesmal auch sein. Das hier ist die allerletzte Saison unserer Karriere. In der letzten Episode oder auch einfach allgemein in der letzten Saison haben wir was richtig Geiles erreicht. Nämlich den Double. Nach 2004 hat es Werder Bremen mal wieder geschafft, im Jahr 2029 ist es dann, sowohl den DFB-Pokal zu gewinnen, als auch die Bundesliga. Von daher ziemlich große Last, die uns auf den Schultern jetzt liegt, dadurch, dass wir den DFB-Pokal verteidigen müssen, als auch die Bundesliga-Schale. Und ihr seht es hier schon, im Supercup geht es ran gegen RB Leipzig. Noch nicht so ganz, weil wir beginnen jetzt ja gerade mit einer neuen Saison. Das heißt also, wir müssen jetzt mal wieder so ein bisschen Vorbereitungen treffen und so. Ich möchte so ein bisschen, ja, jetzt extrem sputen hier in der letzten Saison, dass wir echt viel in einer Episode halt eben so durchmachen können und so, sodass ihr auch gut Content habt für die Pausen, die dann immer zwischendurch halt eben kommen, weil die Zeit einfach bei mir momentan nicht reicht. Aber ich kann euch schon mal sagen, gar nicht so lange hin und dann habe ich sogar Urlaub und dann habe ich mehr Zeit, auch Videos für euch zu produzieren, auch auf den ganzen anderen Kanälen, die ich halt eben besitze. Wir gucken uns erstmal zu Anfang unsere Ziele an, die uns der Vorstand wieder vorgelegt hat. Die kamen mit einem schönen Briefchen um die Ecke und haben uns gesagt gehabt, zum Beispiel Nachwuchsentwicklung sehen wir als wichtiges Ziel hier hoch. Sehen wir zwei Spieler verpflichten auf der Position Verteidiger. Das sind eigentlich so Sachen, die machen wir so nebenbei. Ne? Also Jugendstab arbeitet bei uns eigentlich ja kontinuierlich und dann gucken wir einfach mal, dass wir das Ganze hier halt eben erreichen. Das ist sehr viel Text für etwas, was gar nicht so extrem wichtig ist für uns. Markenpräsenz auf der anderen Seite. Erreiche eine Serie von 5 Siegen in Heimspielen dieser Saison. Übrigens, jetzt im Real Life, und Werder Bremen wieder aufzuschnappen, Wohnen Westweserstadion heißt es ja jetzt nicht mehr. Wohnen West ist ja pleite gegangen, insolvent, muss man an der Stelle sagen. Ich finde es schön, dass man anscheinend, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, es kam jetzt gerade eben, ich habe es heute erst auf Twitter gelesen, soll jetzt das Stadion einfach nur wieder Weserstadion heißen. Also herzlichen Glückwunsch, das heißt im Weserstadion hier 5 Siege dieser Saison halt eben erreichen und einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaftsposition, Mittelfeldspieler verpflichten. Da habe ich auch schon so ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht, da gucken wir gleich rein. Finanzen, mittlerer Schwerpunkt hier, verringere die Spielergehälter, müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Wir haben auch Routiniers bei uns in der Mannschaft, die vielleicht so bereit sind, auch ein bisschen weniger Geld zu verdienen. Die meisten der Routiniers aber sind im Karriereende drin. Nämlich unter anderem Jiří Pavlenka wird die Karriere beenden am Ende dieser Saison, als auch Andrej Kramaric, unser Backup-Backup-Stürmer sozusagen. Der aber echt gut gespielt hat dafür, dass er halt wirklich nur eigentlich ein dritter Stürmer war. Und er zielt über 2 Saisons seinen Profit, bla bla bla, das kriegen wir auch hin. Ich habe auch so ein paar unserer Jugendspieler auf die Transferliste gesetzt. Erfolge national ist tatsächlich das geringste an Priorität für unser Vorstand. Wahrscheinlich, weil die einfach damit zufrieden sind, dass wir schon die meisten Ziele erreicht haben in der letzten Saison. Ne? DFB-Pokal, Pokalsieg und Ligameister werden, ist klar, dass das die Erfolge sind, nachdem wir die halt eben auch erreicht haben, dass der Vorstand halt eben möchte, dass wir das Ganze verteidigen. Aber es ist nur gering, also das finde ich sehr schön, dass uns da so ein bisschen die Last von den Schultern genommen wird. Aber Erfolge kontinental kann ganz interessant werden. Ihr wisst ja, wir sind natürlich jetzt sowieso in der Champions League, aber auch in der letzten Saison haben wir in der Champions League gespielt und ich glaube, wir sind im Viertelfinale dann rausgeflogen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ging eine unfassbar starke PSG-Mannschaft. Und jetzt gucken wir uns das mal an, was der Vorstand in dieser Saison von uns erwartet. Und wir sehen, es ist das Finale. Es gibt also keinen anderen aus... Oder haben wir das Halbfinale erreicht gegen PSG raus? Ja doch, ich glaube, das war das Halbfinale. Ich habe schon wieder vergessen, weil die letzte Episode einfach schon wieder länger her ist. Aber jetzt heißt es, wir müssen ins Finale einziehen. Wird sehr tough, wenn wir so eine Mannschaft haben wie PSG, aber ich denke einfach mal, auch mit der Umstrukturierung, die ich vorhabe hier im Verein, könnte das ganz gut funktionieren. Denn jetzt kann man auf jeden Fall sagen, wenn wir uns hier die Mannschaft anschauen, dass wir von der Prestige-Status, ist glaube ich das richtige Wort dafür, vom Prestige-Status her nicht die Mannschaft wahrscheinlich haben, die wir repräsentieren sollten, als jemand, der Ambitionen hat, die Champions League zu gewinnen, das Triple zu holen. wir kürzen das ab, das Triple einfach zu holen. Da muss eine bessere Mannschaft halt eben her. Ich meine, ihr wisst, die Individualstärken der Spieler sind ziemlich krass, aber es wird Zeit, dass wir uns wirklich namhafte Spieler in den Verein halt eben reinholen. Also wirklich Spieler, über die ganze Welt spricht. Weil guckt euch die Mannschaft an. Welche Spieler, die ihr hier seht, sind so in aller Munde auf der ganzen Welt. Also so auf dem Level von Bellingham ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sowas wie Musiala zum Beispiel, ne? Hast du nicht wirklich. Ja klar, du kannst Bender halt eben mit reinnehmen, weil der ist halt ungelogen der beste Keeper der Welt. Also rein, ne, auf Papier geschrieben und sowas. Werner kannst du vielleicht tatsächlich auch mittlerweile nehmen. Der beste Innenverteidiger bei uns und auch weltweit gesehen einer der besten. Vor allen Dingen, weil er halt noch Potenzial hat, dadurch, dass er 21 Jahre jung ist. Aber ansonsten, na, wir haben nicht Jensen vielleicht noch oder so, weil er auch diesen Jugendstatus hat. Stach selbstverständlich, einer der besten Sechser, aber sonst haben wir nicht mehr wirklich solche Spieler, die wirklich diesen Prestigestatus haben und deswegen müssen wir jetzt angreifen. Wir haben richtig Kohle,
255 Millionen Euro. Du kannst daraus eine zweite Stadt Bremen eigentlich bauen. Was machen wir aber? Wir verstärken unsere Mannschaft. Und zwar gewaltig. Jetzt hauen wir mal richtig auf den Putz. Und deswegen habe ich in der Transferzentrale so ein wenig, wie gesagt, meine Hausaufgaben gemacht. So ein bisschen was überlegt. Denn wenn wir uns die Mannschaft anschauen, ich finde, auf der 10er-Position brauchen wir bessere Leute. Wir wissen, Jinma ist ein fantastischer Spieler. Aber wie gesagt, wir brauchen einfach diese namhaften Spieler jetzt mittlerweile, um uns auf internationaler Bühne wirklich richtig zu repräsentieren. Und Serge Gnabry ist auch nicht mehr der Jüngste. Und Flügelspieler. Ja, klar, der Mann ist einfach, also wirklich, der ist eine Maschine und den will ich auch weiterhin einsetzen, aber da muss ein anderer Mann stehen. Und deswegen habe ich hier in der Transferzentrale, wenn wir eben reinschauen, wirklich sehr namhafte Spieler mit reingesetzt. Wo ich aber trotzdem immer noch überlegt habe, würde es Sinn ergeben, diesen Spieler zu verpflichten. Ich habe das Geld wahrscheinlich, um mir Vinicius Junior zu holen. Jetzt einfach mal ganz, oder meinetwegen sogar Jude Bellingham, mir den halt eben zu holen. Vielleicht, ja gut, dann hätte ich wahrscheinlich mein gesamtes Transferbudget ausgereizt, aber ich habe die Möglichkeit zumindest, die zu holen. Aber ich dachte mir, ergibt das Sinn, dass die jetzt, weißt du, von Real Madrid halt eben wegwechseln? Ich glaube, das ergibt keinen Sinn. Und deswegen habe ich jetzt hier so ein Pamphlet von Spielern, wo ich mir sagen würde, das würde schon Sinn ergeben, wenn die halt eben zu uns wechseln. Ødegaard ist ja jemand, der wurde auch schon in der Vergangenheit mit der Bundesliga so in Verbindung halt eben gesetzt. Jemand, der auch, ich glaube, bei Bayern München war das oder sowas sogar schon mal irgendwie, war das Probetraining oder so, das ist schon etliche Jahre her, absolviert hatte. Ich glaube, da gab es auch mal Links, dass irgendwie zu Bayer Leverkusen wechseln sollte oder irgendwie so ganz, ganz dunkel oder sowas. Von daher würde Sinn ergeben. 30 Jahre alt ist er schon, also ein Routinier, ist ja auch ein Spielerführer, ne, so vom, ist eine Führungskraft, ne? Ich glaube, Kapitän müsste er bei den Gunners sein, also bei Arsenal. Also würde auch ganz gut, wie ich finde, auch zum Team passen mit einer 90 Stärke. Solche Spieler, ja, da müssen wir unsere Fühler halt irgendwie ausstrecken. Dasselbe gilt auch für Florian Wirtz übrigens. Klar, jetzt kann man da auch wieder sagen, das ist doch so ein bisschen Jude Bellingham-Level. Aber die Sache ist, er spielt immer noch bei Bayer Leverkusen. Ist das sein Ansporn? Also wir müssen jetzt nicht übertreiben und sagen, komm, jetzt haben wir eine Saison, wo Werder Bremen auch mal das Double halt eben geholt hat. Jetzt sind wir natürlich nicht, wir sind jetzt immer noch nicht, was Prestige-Level angeht, Bayern München zum Beispiel. Aber Leverkusen hat in unserer Karriere, ich glaube, bisher einmal auch nur die Bundesliga gewonnen und ich glaube nicht mal den DFB-Pokal. Also nagelt mich nicht darauf fest, aber ich glaube nicht mal den DFB-Pokal und ich glaube europäischen Wettbewerb, vielleicht wenn dann die Europa League oder vielleicht sogar die Conference League, aber nicht die Champions League. Ich weiß gar nicht, wo Leverkusen momentan steht hier. Ich weiß, gegen die haben wir gekämpft gehabt in der letzten Saison um die Meisterschaft und so. Die sind dann aber bei den letzten beiden Spieltagen ziemlich gecrashed. Ich glaube, die sind sogar auf Platz 4 oder sowas sogar runtergekommen oder so. Also ich kann mir vorstellen, Florian Wirtz, Kartoffel auf die 1 oder wir auf die 1 und er will mit dabei sein auf der 1. Also es ist mein Favorite-Spieler, sogar 91 Stärke. Ich weiß aber, der wird sehr teuer sein. Hier steht es auch schon, der Verkaufspreis liegt bei ca. 213 Millionen Euro. Also das ist auf jeden Fall kein Fliegenfänger. Martinelli haben wir hier, weil ich brauche Flügelspieler, wie gesagt. Und da habe ich mich sehr schwer getan, weil ich habe mir so ein bisschen den Markt angeschaut und geguckt, okay, welche Spieler auf den Flügeln sind wirklich sehr stark. So, und die, die man vielleicht so kennt, die sind alle schon viel zu alt. Also so Leute wie zum Beispiel Neymar jetzt oder Mané, Mahrez oder so, die sind halt alle schon viel zu alt, spielen ja irgendwo auch in Al-Ittihad oder so. Ja, die kriegst du halt eben nicht mehr an den Mann. Also muss ich dann wirklich sehr krass in den hintersten Schubladen von meinem Kopf nachschauen, um so Spieler rauszufinden, die man kennt, die sehr stark sind, wo es vielleicht Sinn ergeben würde, die zu wechseln. Nein, also Martinelli würde wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. Aber ein Brasilianer wieder bei Bremen wäre doch auch was Geiles. Weißt du, so ein Diego 2.0 nur jetzt als Flügelspieler, das hätte auch eine coole Story. Und deswegen habe ich halt geschaut, welche Spieler würden denn Sinn ergeben neben Martinelli, weil ich mir dann dachte, vielleicht wenn ich den hole, ist ein bisschen zu krass. Dann habe ich so an Daniel Mahlen zum Beispiel gedacht, sah so, okay, 84 Stärke, ja, okay, mit 30 Jahren und so, vielleicht doch nicht so geil. Dann habe ich auch überlegt, Jadon Sancho wäre sehr cool, also den könnte ich mir richtig gut vorstellen, da er hier in dieser Karriere bei Arsenal eben ist und nicht in der Bundesliga drin sitzt. Doku, der bei Dortmund mittlerweile spielt, Dortmund ja auch ein bisschen gecrashed und so, also könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ach übrigens, und Mathys Tel soll halt eben auch so ein Zehner, so eine Zehner-Möglichkeit sein, die ein bisschen jünger ist, falls es mit Wirtz oder so nicht klappen sollte. Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, von den Spielern, die ich hier so sehe, wäre Jadon Sancho, glaube ich, sogar mein Favorite, weil er auch nochmal ein bisschen älter ist als Doku, ein bisschen stärker als Doku, ne, ist zwar ein bisschen, also Doku ist ein bisschen jünger, kann vielleicht dann dadurch nochmal ein bisschen, schneller halt eben die Leiter hochklettern oder so, also noch vielleicht stärker werden als Sancho oder sowas, aber ich glaube, Sancho in der Bundesliga, der fühlt sich ja nicht so ganz wohl in England oder fühlte sich da ja nicht so ganz wohl, wurde nicht so appreciated, also vielleicht, ja, Jadon Sancho ist, glaube ich, da wirklich mein Favorite und der wird dann halt über den Mann spielen. Ist sogar seine Position hier als linker Flügelspieler, würde also sehr gut, wie ich finde, passen, da den Mann halt eben einzuwechseln. Wobei, sind wir mal ganz ehrlich, er könnte auch auf der rechten Seite spielen. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Also von daher, ich glaube, Jadon Sancho wird es sein und Florian Wirtz. Das sind so meine Favoriten. Und wisst ihr was? Damit wir diese Episode hier beginnen mit einem richtigen Banger, gehen wir rein, Florian Wirtz.
Kauf vorschlagen. Here we go. Ich muss aufpassen, dass ich genug Geld für Sancho halt eben habe. Die Sache ist, der Vorstand sagte mir, ich soll erstmal so ein bisschen meine Fühler ausstrecken bei 170 Millionen Euro. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich halt beginnen muss. Wenn wir jetzt mal 170 Millionen Euro hier reingeben, haben wir immer noch 84 Millionen Euro übrig. Das reicht auf jeden Fall, um uns Jadon Sancho noch zu holen. Von daher, ich mach das jetzt einfach mal. Wir gehen direkt hier richtig hardcore rein. 26 Jahre jung ist er, der kann also immer besser werden. Von daher mal gucken, was wir bei 170 Millionen Euro sagen. Wir haben hier gerade einen Transfer für 170 Millionen Euro bei Werder Bremen. Und die sind nicht weit weg. Heilige Scheiße, die sind nicht weit weg. Also es ist ein absoluter Rekordtransfer. So viel Geld habe ich in keiner Karriere bisher jemals ausgegeben. Ich habe, glaube ich, in Saisons nicht mal kumulativ gesehen, wenn man alle Transfers zusammenrechnet, so viel Geld ausgegeben. Also Weiterverkaufsgebühr, sage ich euch ganz ehrlich, machen wir mal sogar 10%, weil das ist mir eigentlich relativ egal. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht so ein bisschen paar Pennies... Pennies? Ich rede darüber, als wären es Pennies über 100 Millionen Euro. Fast 200 Millionen Euro. Ja, wir müssen halt auch mal die Karriere mit so einem Banger halt eben hier abenden, oder? Das ist doch ganz klar. Also von daher Angebot absenden. Wir gucken mal, was jetzt hier passiert. Und was sagen sie? Die sind damit einverstanden. 172,5 Millionen Euro. Das sind doch Werte. Das ist doch weg von Gut und Böse. Was sind das denn bitte für Rechnungswerte? So, jetzt pass mal auf, was Florian Wirtz hier verdienen möchte und so. Der möchte wahrscheinlich genauso viel auch in der Woche verdienen. Alter, aber das sind halt Transfers, die müssen wir jetzt machen. Letzte Saison, wir hauen jetzt mal richtig auf den Putz und so. Wir haben jetzt einfach mal Spaß hier in der letzten Saison, okay? Bitte nehmen Sie Platz. Komm, Alter, 165.000 Euro aktuelles Gehalt. Das ist, glaube ich, 100.000 Euro mehr als der Top-Verdiener bei uns in der Mannschaft. Das wäre jetzt lustig gewesen, wenn eine Rolle im Kader nicht akzeptieren würde. Wir machen mal Vertragsdauer, mal gucken, ob er sich 4 Jahre bei uns binden möchte. Der hat Bock auf Bremen, der hat auf jeden Fall Bock auf die Weser. Also wir haben schon guten Prestige, muss man sagen. Oh, 300 Millionen Euro Freigabesumme. Jetzt muss man natürlich sagen, ich bin ja kein Fan von Freigabesummen. Ihr kennt mich, ne? Aber die Sache ist die... Irgendwie haben Spieler, die so ein Preisschild an ihrer Lippe kleben haben, immer eine Freigabesumme bei sich im Vertrag, ne? Hab ich so das Gefühl. Also, manchmal sind die auch komplett gestört. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgend so ein, ich würde jetzt nicht sagen 0815, aber weißt du, so ein solider Premier League-Kicker oder sowas hatte auch mal irgendwie in seiner Release-Clause irgendwie 400 Millionen Euro oder irgendwie sowas drin, richtig gestört und so. Ich glaube, ich akzeptiere das sogar. Stell dir mal vor, wir machen einen Transfer, wo jemand den für 300 Millionen Euro kauft. Alter, der will... Oh, der geht richtig runter mit seinem Gehalt. Was ist denn das für ein Ehrenmann? Ey, da kannst du sogar meinetwegen deinen Torbonus behalten. Das habe ich immer rausgenommen. Aber ganz ehrlich, das nehmen wir sogar rein. Was bist du für ein Ehrenmann? Nur auf 100.000 Euro geht das sogar runter. Also daran seht ihr, der hat sogar richtig Bock auf Werder Bremen. Das ist ein realistischer Transfer. Weil sein Herz pumpt grünes Blut auf einmal und nicht mehr sein komisches Arzneiblut. Geil, Mann. Und Florian Wirtz ist damit an der Weser. Das ist so bescheuert. Wenn man, also wirklich, wenn man mich vor einem Jahr oder so gesagt hätte, ey, du machst mal bald eine Karriere mit Werder Bremen, wo du Florian Wirtz kaufst. Ich hätte euch alle für blöd gehalten. Auch geil, dass wir einfach so einer der besten Spieler der Welt verpflichten und nur, weiß nicht mal, wer das war, mein Co-Trainer und ich da irgendwie standen und so hier, ne? Wow. Wow, wow, wow. Und so beginnen wir die Episode mit einem richtigen Banger. Heilige Scheiße. Florian Wirtz, sogar schon direkt mit der Nummer 8. Finde ich sogar ganz cool, ehrlicherweise. Ja klar, behalten wir sogar direkt mal so. Florian Wirtz und die Nummer 8, ja klar, ihr werdet befreundet. Oh, wie glücklich wir sind, das können wir auch sein. Die Vereinskasse ist leer. Ganz Bremen fällt in Armut. Bremen wird bald so zum Frankfurt am Mainplatz und so. Mal gucken, was hier die Bewertung sagt. Alter, wir haben sogar richtig guten Preis rausgeholt. Mein Controller explodiert schon fast. Ich dachte, den Controller-Lautsprecher habe ich vor 5 Jahren ausgeschaltet. Ja, und damit haben wir jetzt einen Spieler mit 91 Stärke. Ja, wie gesagt, es ist total verrückt und so. Aber wir müssen auch ein bisschen Spaß haben jetzt hier in der letzten Saison. Also damit fällt Mathys Tell auch weg. Wir könnten ihn... Ne, wir können ihn wahrscheinlich nicht verpflichten. Da, irgendwann geht uns auch mal das Geld in der Kasse halt eben aus und so. Der kann vielleicht auch Flügel, ja? Der könnte auch Flügel spielen, ne? Sehe ich auch gerade. Hätte auch was, ne? Auch übers Jadon Sancho. Wäre natürlich nochmal richtig teuer, aber der könnte theoretisch auch Flügel einfach spielen. Der hat gute Werte auch als Flügelspieler. Sein Dribbling passt, seine Physis ist auch ziemlich gut dafür. Was sagt Sanchos Physis? Ist gar nicht weit weg davon. Der hat nur gar keine Spielstile, ne? Wenn ich das gerade richtig sehe. Das ist immer ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Weil ich habe gerne Spielstile, aber die von Sancho sind auch in Anführungszeichen nur Flair und angeschnittener Schuss. Wobei ich sehr gerne angeschnitten schieße, ne? Hätte auch was, ne? Mathys Tell von Roma wegnehmen. Ich meine, wer ist schon Roma? Der ist auch noch ein bisschen jünger, der 24 Jahre alt. Der kann sogar noch besser werden. Wisst ihr was, ich glaube, ich gehe bei Mathys Tell einfach mal rein. Wobei, wir haben 84 Millionen Euro. Also, wenn ich den jetzt kaufe, haben wir gar kein Geld mehr. Das können wir, glaube ich, nicht eingehen. Jadon Sancho, der ist kommen. Wir holen uns den wieder zurück in die Bundesliga. Wobei, der ist auch nicht wirklich wenig.
Wobei, Angebot von 50 Millionen Euro circa eine Chance. Ja, komm, Jadon Sancho. Matthias Tell wäre eine coole Geschichte gewesen, aber ich will jetzt auch nicht auf 0 Euro in der Bank halt eben nur reingehen. Ergibt auch keinen Sinn, weil wir hatten ja mal so einen Fall gehabt. Boah, wer war das denn nochmal? Alter, wir hatten so viele Spieler. Ich glaube, Mendes war das, glaube ich. Kennt ihr noch Vasco Mendes? Absolute Legende. Der wäre übrigens viel zu teuer gewesen. Also, ich glaube, 200 Millionen Euro Marktwert oder so hat er. Aber, ich glaube, bei dem war das so, da haben wir so viel Geld halt eben bekommen und so, das war ja so gestört, dass wir einfach gesagt haben, wir haben so ein bisschen was ins Stadion reingepumpt und so, dass ich nicht alles benutze. Also es ergibt schon Sinn, dass ich jetzt hier zum Beispiel bei Jadon Sancho mal anklopfe und nicht Matthias Tell in Versuchung da komme. Die wollen Krejci haben, ja genau. Guck mal, da wackeln wir schon mit dem Kopf zurecht, Alter. Tauschspieler entfernen bitte sofort, ihr kriegt auf gar keinen Fall Krejci. Einer unserer besten Innenverteidiger. Also wir haben sowieso auch, die Verteidigung von uns ist so brachial, brutal stark einfach. Mal gucken, 53,5, 55,8, ja, da lächeln wir jetzt sogar schon. Wir schütteln nicht mehr den Kopf, sondern wir fangen schon an, so ein bisschen zu lächeln. Weil wir wissen, das geht jetzt hier in die richtige Richtung, ne? Da fängt der Arteta aber ein bisschen an zu zittern da auf der Bank, ne? Der weiß jetzt ganz genau, seine Kreditkarte wird glühen. Yo, das nehmen sie an, cool. Mega nice, also auch nochmal jemand, der in der Bundesliga breit bekannt ist. Jemand, der sich da in England nicht so ganz wohl fühlte und wahrscheinlich wieder zurück möchte in die Bundesliga. Kann ich nachvollziehen und dann vielleicht auch seiner alten Mannschaft BVB und so mal ein bisschen den Arsch aufreißen möchte und so. Komm, 4 Jahre, bist du damit einverstanden, du bist ja schon ein bisschen älter. Damit ist er direkt einverstanden, sehr schön, Freigabesumme machen wir bei dir mal nicht. Und er will so viel verdienen wie Florian Wirtz. Jetzt haben wir natürlich eine kleine Konfliktsituation. Wobei, zu seiner Verteidigung muss man auch sagen, also in Premier League werden halt ganz andere Gehälter gezahlt. Die haben ja ganz andere Möglichkeiten. Aber wir werden mal ein bisschen humble und machen mal den Einstiegsbonus dafür mal ein bisschen krasser und so. 90.000 Euro, mal gucken, was er dazu sagt. Ah, nein, ey, du hast ja noch einen Zusatz. Nein, der Tore! Ach Gott, ich habe da gar nicht drauf geachtet, ich Vollidiot. Der hat ja noch so einen Torbonus gehabt, das wollte ich entfernen. Ja, und direkt der nächste Starspieler, ne? Ja, das ist unsere Offensive, die wir jetzt halt eben vorhaben. Also wir müssen jetzt direkt wirklich richtig angreifen. Ich glaube, das werden wir auch mit Bayer Leverkusen halt eben sehen, jetzt wo sie eben die Bundesliga gewonnen haben und so, dass die auf jeden Fall richtig auf Offensivkurs sind und quasi das, was die jetzt im Real Life machen, machen wir jetzt halt eben hier in unserer Simulation. Das muss einfach sein. Und damit fallen jetzt die anderen Spieler hier erstmal alle weg. Es werden wahrscheinlich auch noch Transferangebote, also selbstverständlich werden noch Transferangebote reinkommen für unsere Stammspieler und so. Ich kann mir vorstellen, dass da zum Beispiel bei unserem Torwart geklingelt wird, bei Stach geklingelt wird und so weiter und so fort. Aber das gucken wir uns jetzt einfach mal an, wenn wir weiter simulieren. Boah, yo, zum Beispiel hier. Alter, Atletico mit 105 Millionen Euro Šeško. Also vielleicht wird Matthias Tell ja doch noch irgendwie zur Realität, dann aber halt als Stoßstürmer. Weil 105 Millionen Euro für Šeško ist ja so ekelhaft viel. Da müssen wir in die Verhandlung reingehen, selbstverständlich. Wir können uns sogar vielleicht einen anderen Spieler holen. Guck mal, wir haben danach ein Budget von 150 Millionen Euro schon. Alleine, wenn wir das hier, wenn Simeone, weißt du, uns die Kohle einfach nur an den Mann drückt. Wir machen mal 125 Millionen Euro und ich gucke einfach mal, was er dazu sagt. Er verschränkt jetzt schon die Arme, aber glaub mir, Simeone, das ist, glaube ich, das ist er wert, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ach, oh, die gehen aber schon mal, guck mal. Die kommen aber schon ein bisschen näher, ne? Also die haben auf jeden Fall Lust, mir dann doch ein bisschen Geld zu geben. Da müssen wir kurz nochmal uns umrenken und so. Weil jetzt überlegt mal, Matthias Tell ist jünger, hat aber schon dieselbe Gesamtstärke. Ja klar, er ist nicht genauso groß wie Šeško. Ist euch eigentlich mal aufgefallen? Ich glaube, die Stürmerposition ist die am allermeisten bei uns rumrotiert. Ne? Von allen Positionen, ist euch das mal aufgefallen? Das ist so gestört. Aber guck mal, dass wir vielleicht 120 Millionen Euro rauskitzeln können oder so. Weil Matthias Tell würde dann ja wirklich, also das würde dann ja nur Sinn ergeben, den zu verpflichten dann. Ja, guck, wir kommen schon in die richtige Richtung. Spannung ist schon sehr, sehr hoch. Und ich glaube, ich werde das direkt annehmen. Das sind, guck mal, 35 Millionen Euro oder irgendwie sowas. Über seinem Marktwert. Das ist so viel Geld für jemanden, der 26 Jahre alt ist, 86 Stärke. Der wird nicht zu einer 90 oder sowas hochsteigen unbedingt. Wir akzeptieren das. Wow! Junge, was ist das für eine Episode hier, ey? Das sind ja Transfers, da wirst du verrückt. Hier sind auch andere Transfers, könnt ihr euch selber halt eben mit anschauen. Ich find's cool, dass zumindest so ein Sascha Schmidt hier und Jankovic, die beiden irgendwie bei uns in der Nähe bleiben und sowas. Aber Šeško, meine Damen und Herren, wie krass wäre das bitte? Ich glaube, das wird auch durchgehen. Und wie gesagt, das ergibt für mich auch einfach Sinn, weil das wäre dann, ja, eine Möglichkeit für uns halt Matthias Tell halt zu holen. Der ist ja auch dann gut zum Rumrotieren, ne? Der kann ja auch mal auf den Flügeln und so weiter mal sich ein bisschen austoben und sowas. Also ich glaube, das könnte richtig gut hier werden. Also ist bisher noch nicht gewesen. Munoz haben wir verkauft für richtig viel Geld, Gott sei Dank. Schalke möchte auch nochmal unseren Schmitz halt eben hier haben. Also nicht nur Heidenheim ist an ihm interessiert. Nein, nicht verhandeln! Och, Mann, ich wollte... Ja. Ohne... Blablabla. Das wollte ich alles egal. Da können wir nicht zustimmen. Ach so, ihr wollt nur mit Kaufoptionen. Ja, das ist ja... Mensch, das ist ja schade. Hätte ich das aber delegiert, ne, hätten sie auf jeden Fall nichts dagegen gesagt. Und Gashi kommt auch nochmal was. Was? Tauschangebot gegen Greg Taylor. Wer bist du denn? Sorry, du bist bestimmt ein ganz guter Spieler. Ne? 78 ist nicht schlecht. Und ich glaube, Werder Bremen in Real Life wird sich auch...
gut darüber freuen, so einen Spieler halt eben zu bekommen, aber sorry. Nein, da gehe ich auch nicht mal in die Verhandlungen rein. Brauche ich überhaupt nicht. Oder hier zum Beispiel Tyler Adams habe ich tatsächlich auf die Transferliste gesetzt, da er so ein bisschen so ein Revoltekind war bei uns in der Mannschaft. Wenn er mal irgendwie ein Spiel nicht gespielt hat, kam er direkt auf mich zu und sagte, hey Trainer, was war denn das jetzt eigentlich für ein Mist? Warum lassen Sie mich nicht mal spielen? Das ist schlecht für meine Karriere. Und wenn er sagt, dass es so schlecht für seine Karriere ist, ja, dann soll er halt eben woanders hingehen. Es wäre irgendwie auch cool, den als Rivalen mehr oder weniger beim BVB dann zu sehen. Weil der vielleicht dann so, es ist auch irgendwie ganz cool, weil dann vielleicht, weißt du, der bei BVB mal richtig durchdreht und so und da mal richtig Gas gibt und sowas. Also, das hätte auch eine coole Story. Ich mag das immer, wenn man auch tatsächlich, also normalerweise ist man ja nicht so ein Fan davon, an den Konkurrenten seine Spiele abzugeben, aber in solchen Fällen oder in FIFA mag ich das sogar tatsächlich, weil ich das dann cool finde zu sehen. Oh, guck mal, da ist der Tyler Adams, der war bei uns. Mal gucken, wie er jetzt spielt. Wisst ihr, was ich meine? Ich mag das einfach. Wir gucken mal, ob wir den für 25 Millionen Euro halt im Verkauf bekommen. Wir haben halt Stamenic, wir haben Stach und so. Wir haben genügend Optionen, die wir auch dort tanzen lassen können und so. Wir dürfen aber nicht vergessen, Zaferis hat uns verlassen. Kann sein, dass der ein oder andere von euch das vielleicht sogar vergessen hat oder sowas. Aber wir haben ja sehr viel Geld bekommen durch den Transfer von Zaferis, der uns verlassen hat. Auf den können wir nicht mehr setzen. Die wollen aber nicht über 21,5 Millionen Euro gehen. Ja gut, dann nimm doch einfach den Scheiß hier. Dann nimm's doch, ey. Hast du dich durchsetzen können, weißt du, bockige Kinder und so. Ja, ist halt 30 oder 31 Jahre alt oder sowas schon und so, wird auch nicht mehr besser und bla bla bla. Aber uns hat er auch nicht mehr wirklich so die Chance zu spielen. Ich glaube, das ist sogar Šeško. Das ist tatsächlich Šeško, den wir verkauft bekommen haben. Wir kriegen nochmal richtig gut Geld in unsere Kassen, extrem gutes Geld in unsere Kassen. Heißt für mich also, wir gucken mal, ob wir Mathys Tel verpflichten können. Und was ich damit meine ist eigentlich, wir werden Mathys Tel jetzt verpflichten, Freunde. Also, sein Marktwert liegt bei 79,5 Millionen Euro. Der Vorstand sagte zu mir, ich soll es versuchen mit einem Angebot von 90 Millionen Euro. Und wir gucken mal, wo wir uns halt eben hinschaukeln. Ich bin sehr gespannt. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wo Romas Ambitionen in seinem Verkauf liegen. Die wollen erstmal einen Tausch haben, aber natürlich doch. Und zwar wollen sie, nein, Jensen auf gar keinen Fall. Das ist ein Bremer durch und durch. Den werde ich nicht abgeben. Da weiß ich aber zumindest schon mal, dass die mit dem Angebot, das ich vorhin jetzt gerade vorgeschlagen habe, nicht ganz zufrieden sind. Wir machen einfach mal 93,6 Millionen Euro. Eigentlich viel zu krumm. Sowas gebe ich normalerweise niemals ab. Aber mal gucken, die sind direkt damit einverstanden. Okay. Und wir haben, man muss es an der Stelle sagen, einen geilen Deal jetzt schon gemacht. 24 Jahre jung, 86 Stärke, ist, ja, wie soll ich sagen, also individueller einsetzbarer als Šeško, hat das überhaupt Sinn ergeben. Also ich kann ihn an mehr Positionen einsetzen als Šeško. Also ich glaube, also ganz ehrlich, das ist ja ein Stil dann, muss man sagen. Rolle im Kader, Schlüsselspieler, was anderes habe ich auch nicht erwartet, auf jeden Fall. Mal gucken, ob du 4 Jahre bei uns halt eben bleiben möchtest. Ist er auch erstmal mit einverstanden. Freigabesumme mal überspringen, macht er auf jeden Fall. Und Gehalt, naja, also wir haben 90 Millionen Euro bei Dingskirchen Sancho halt eben gemacht. Wir haben 100 Millionen Euro bei Wirtz gemacht. Also wieso nicht auch 90.000 Euro hier bei Mathys Tel. Und die wollen ja immer so um die 1 Million Euro an Handgeld bekommen und sowas, ja. Gebe ich dir dann in 1 Cent Münzen und so, mal gucken. Und das ist ein faires Angebot. Mathys Tel, jetzt auch an der Weser. Wir haben jetzt hier eigentlich schon wirklich einen absolut riesigen Superstar-Markt hier aufgebaut. Da habe ich richtig Bock drauf. Wisst ihr, das ist auch nochmal ganz geil, einfach mal im Dress von Werder Bremen solche Spieler spielen zu sehen und das in der Karriere mit euch erleben zu können und so. Weil ihr habt das ja schon in vergangenen Saisons in dieser Karriere und so halt eben gehabt, wo Leute dann ja gesagt haben, ja, ergibt nicht so wirklich Sinn und so bei Werder Bremen, die Spieler halt eben zu sehen und so, weil viele auch einfach vergessen, wo wir hier mittlerweile sind in der Karriere. Das hier ist 2029. Das Jahr ist 2029. Wir sind Doublesieger. Wir haben über 250 Millionen Euro an Transferbudgets gehabt. Also da ist irgendwie auch, ja, weiß nicht, klar, dass es hier dazu kommt, dass man sich solche Spieler eben kauft. Und hier haben wir es, Tyler Adams wechselt nicht zum BVB, sondern zu Bayer Leverkusen, lustigerweise. Ihr fragt euch jetzt vielleicht so, wie kommt das zustande? Leverkusen ist dazwischen gegrätscht. 2 Tage oder so nach dem Angebot von Borussia Dortmund kam Leverkusen dazwischen, hat genau dasselbe auch angeboten und so. Und ich so, ja gut, dann bettelt euch halt einfach um meinen Tyler Adams. Und dann hat Adams wohl BVB abgesagt und sagt ja zu Leverkusen. Ist cooler Wechsel mit Wirtz. Ich habe die Mannschaft noch gar nicht zusammengestellt, das müssen wir eben machen. Hier, Jinma übrigens auf eine 80 sogar hochgeschellt. Der möchte uns beweisen, dass er eingesetzt werden möchte über Havertz, wollte ich gerade schon was sagen, über Wirtz. Aber hier haben, boah, guckt euch das mal an. Guckt euch jetzt mal an, was wir hier aus der Mannschaft machen. Was geht denn jetzt hier ab? Mathys Tel kommt rein. Sancho kommt auch rein. Über den Mann. Wobei möchte ich ihn da weiterhin spielen lassen. Ich glaube, ich werde ihn einmal wechseln, glaube ich, mit Carlsson, oder? Oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Nee, ich lasse das erstmal so. Ich guck mal, wie er sich halt im Tier schlägt. Ja, ist ja seine Lieblingsposition als linker Flügelspieler. Kann in die Mitte ziehen und einfach mal abschießen. Der hat aber einen 77er Schusswert. Carlsson hat einen 81er Schusswert. Also der könnte das wahrscheinlich besser als Sancho. Aber wir gucken uns das einfach mal an, wie gut er sich da schlägt. Wir haben Florian Wirtz bei uns in der Mannschaft. Der hat da, Alter, 92er.
Wow. Das ist eine Mannschaft, weißt du, die lässt sich wirklich richtig sehen. Ich überlege noch, was ich mit Pukstas hier mache. Der ist noch so ein bisschen ein kleines Dorn im Auge. Das ist ein bisschen krass, das zu sagen, weil sein Wert ist natürlich trotzdem ziemlich krass. Ach ja, Jensen müssen wir spielen lassen über Gnabry. Ich könnte Rich Gnabry da spielen lassen, ne? Dann wird er halt so ein typischer, weil Gnabry wird auch nicht mehr jünger. Dann wird er so ein typischer zurückziehender Spieler, der jetzt dann doch als ZM irgendwie agiert. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so eine Position ist, wo er sich wohlfühlt. Ne? Minus 6 bekommt er da halt eben. Der ist einfach viel zu offensiv. Also defensiv und so ist viel zu schlecht. Also dann können wir das wahrscheinlich eher weniger machen. Ich mache mal im ganz kurz hier die Mannschaft so zusammen, wie wir sie dann wahrscheinlich hier hätten. Also das wird wahrscheinlich dann, ja, ich würde sogar sagen, schon direkt so aussehen. Aber wir haben zu viele Zehner für meinen Geschmack. Ich würde sogar, ja, Knežević ist halt ein Fan-Favorite und so, aber Robin hat ihn überholt und Robin hat ein höheres Potenzial. Also ich glaube, wenn es einen Kampf zwischen den beiden gibt, wird sich Robin über Knežević einfach durchsetzen. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau, wie die sich halt spielen lassen auf dem Feld. Miller ist ja wieder zurück, hat eine 80 Stärke. Es gab, glaube ich, mal jemanden, als ich den verpflichtet habe, wo es dann halt eben hieß, er gibt keinen Sinn, weil er hatte ja nur eine 75 oder irgendwie sowas. Guck mal, der sitzt jetzt mittlerweile auf eine 80 und der ist 22 Jahre jung. Also es wird noch besser mit dem. Vielleicht sogar besser als Pukstas, das werden wir dann ja sehen. Aber ich glaube, das wird dann die Aufstellung sein, die wir rocken werden und auch die Bank, die wir rocken werden. Boah, da bin ich super gespannt. Guckt euch diese Mannschaft bitte an. Guckt euch diese Offensive an. Das ist ja nicht nur Offensive, schon die Defensive ist auch gestanden. Oh, das macht mich einfach glücklich. Ich habe richtig Bock auf diese Saison. Das ist ja geil. Alter, das glaubt mir keiner. Das muss ich euch unbedingt zeigen hier. Ich habe Samuel Watt auch auf die Transferliste gesetzt. Wir haben viel zu viele Offensivoptionen. Das können wir uns gleich auch nochmal auf der Bank und so anschauen, nochmal in der Mannschaft und sowas. Aber ich habe gerade so nebenbei gelesen, welcher Spieler mir eigentlich angeboten wird. Und guckt euch das mal bitte an. Die bieten mir Milot Rashica im Tausch mit Samuel Ward. Es wäre natürlich super lustig, wenn ich das mache, aber es ergibt keinen Sinn. Ne? Ich möchte einen rechten Flügelspieler gehen lassen wegen. Aber ich wollte euch das unbedingt zeigen, Alter. Milot Rashica spielt immer noch Fußball. Wie cool ist das denn? Hat immer noch ziemlich, ziemlich gute Werte, ohne Scheiß. Hat sogar Spielstile und so, die ganz geil sind. Also seine Werte sind wirklich phänomenal geil. Wahnsinn. Mega cool. Also super. Gerade so einen kleinen Nostalgie-Boost bekommen, als ich das gesehen habe. Richtig geil. Aber wie gesagt, kann man natürlich nicht annehmen, weil das ergibt für uns jetzt halt eben keinen Sinn. Spielerchat sehen wir übrigens. Miller ist, also der fühlt sich sehr, Alter, guck mal hier, für ihn zu spielen. Ersatz-Mittelfeldspieler und sowas. Miller, der zeigt schon mal, dass er richtig Bock hat. Ich sag mal einfach hier, das ist deine Chance. Da soll uns halt eben zeigen, dass er es auch verdient hat. Und es gibt noch Jugend-Scouting-Berichte und so. Also hier nochmal die Möglichkeit, den Vorstand ein bisschen glücklich zu machen bei den ganzen Zielen der Jugendspieler und so. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass es hier nicht mehr wirklich so, ja, die großen Banger irgendwie gibt oder sowas. Wir haben jetzt schon etwas länger keine richtig großen Banger mehr gehabt. Wobei, das ist nicht so ganz wahr. Wir haben bei uns in der Jugendakademie, glaube ich, jemanden sitzen. Ne? Irgend so ein, war das nicht ein Brasilianer oder so, haben wir da noch sitzen, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Da müssen wir gleich mal kurz reinschauen, wie es dem eigentlich geht. Ich glaube, der war nämlich zu jung, um den in die erste Mannschaft zu holen. Ich denke aber, dann haben wir noch einen Flügelspieler, glaube ich. Aber was willst du machen? Denn wenn er halt wirklich ziemlich gut ist, dann, ja, nimmst du ihn halt mit. Vielleicht auch verleihen oder so. Dann werden wir nicht mehr so viel von ihm erleben und so. Aber um das Ganze hier ein bisschen realistisch zu halten und so, vielleicht verleihe ich den dann einfach, ne? Um zu gucken, was für einen Boost der halt eben bekommt und so. Ja, Keeper wäre immer noch ganz cool erlebend. Wir wollten uns ja, das sind nicht wirklich die Besten hier, ne? Aber wir wollten uns ja einen Ersatz holen für Pavlenka, da er jetzt ja ein Karriereende reingeht und wir brauchen jetzt so einen Jugendspieler, der in seine Rolle reinrutscht und so. Ich habe sogar schon mal geschaut auf dem Transfermarkt, da gibt es viele coole Optionen. Vielleicht gucke ich da gleich nochmal nach. Also wenn man sich nämlich hier die Reservespieler anschaut, ihr seht schon, offensiv gesehen stehen wir echt super, super gut da. Wir haben hier Ali, Njinma, Robin, Gnabry, ist eigentlich die gesamte Reihe hier auch potenziell Stürmermöglichkeit, ne? Oder halt eben auch Flügel oder sowieso als Zehner auch einsetzbar, das sind sie sowieso alle sogar tatsächlich. Wir haben Kramaric, klar ist seine letzte Saison, aber wir wissen, dass er immer noch ziemlich, also in Ordnung ist, also wenn er auf dem Platz stand und so, hat er ja wirklich so seine Spirenzchen halt eben geschoben. Novak ist sowieso richtig gut, keine Frage. Marquez ist wieder zurück, der hat richtig Bock und ich sage euch, ich habe auch richtig Bock auf den, der hat auch richtig gute Spielstile und so, also ich habe wirklich richtig Bock auf den Marquez, den einzusetzen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, der wird hier so einen Novak halt überholen, weil Novaks Text bei seinem Potenzial ist nicht so gut wie das von Marquez zum Beispiel. Dann haben wir noch Bauer, Knežević. Also ich glaube, offensiv stehen wir ganz gut da. Da können wir Samuel Ward halt eben gehen lassen. Ja, und bei den Keepern habe ich ihn hier gefunden. Jemand mit sehr gutem Potenzial aus der Schweiz. Sam Kuhn heißt er. Und seine Werte sind ziemlich vielversprechend. 17 Jahre jung ist er. Und ich habe den jetzt einfach mal auf Scouting gesetzt, also dass mal einfach geguckt wird, ne, was für eine Gesamtstärke hat der momentan und so. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Text zu seinem Potenzial oder so. Aber seine Werte, so wie sie hier zumindest schon mal stehen, sind ziemlich, ziemlich gut. Da wäre ich sehr gespannt. Ich sehe gerade, der ist nicht so groß und Jan Sommer 2.0, ne? Aber das ist auch cool. Jan Sommer hat es ja auch geschafft, Weltklasse-Torwart-Keeping da irgendwie zu halten. Also warum nicht auch dieser Kuhn? Mal gucken. Also den habe ich da mit drin. Jetzt schauen wir uns eben kurz an. Wo haben wir es nochmal? Mannschaft, Jugendakademie. Da ist ja, das ist nicht die Jugendakademie, Marcel. Also ganz
ganz nah dran, aber hier haben wir sie nämlich und da ist er, ne? Cardoso, immer noch zu jung, aber guckt euch das mal an, 67 Stärke, Potenzial ist immer noch total gestört bei dem Kollegen. Also den müssen wir auf jeden Fall pushen. Das ist jemand, den brauchen wir unbedingt. Der muss auf jeden Fall auch seinen Abschluss verbessern und so. Ich will Flügelspieler haben, die auch wissen, dass sie schießen können aufs Tor. Von daher steigen wir das jetzt mal bei ihm. Aber sobald der älter wird, den müssen wir mitnehmen. Und dann haben wir sogar noch einen Flügelspieler. Ja, also wir wollen gerade jemanden gehen lassen, weil wir zu viele Optionen haben. Dann kriegen wir noch einen halt rein. Deswegen, wir müssen ein bisschen gucken. Ach, und übrigens gucken. Jugendstab. Scouts nämlich wieder losschicken. Wir brauchen halt einen Torwart. Also vielleicht finden wir ja hier mit unseren Jugend... Scout, oder brauchen wir einen Torwart, wenn ich den ja hole und so. Guck mal, weil die brauchen jetzt einen Monat, dann ist doch Transfer wieder zu, ne? Fenster und so ist doch wieder zu und sowas. Ich glaube, das kommt dann einfach alles ein bisschen zu spät, habe ich so das Gefühl. Ich mach's aber einfach mal trotzdem. Vielleicht finden wir ja sogar einen aus Netherlands als Torwart. Ich versuch's einfach mal. Dann Milan Busch kann jetzt meinetwegen wieder einfach mal einen guten Deutschen wieder raussuchen. Und Leo Vogel, ich hab Bock auf Polen. Frag mich nie wieso, ich hab einfach Bock auf Polen und so, weil da meine Wurzeln liegen oder sowas, keine Ahnung. Ja, und guckt mal hier, da ist er doch. Sam Kuhn, 77, bei einem Alter von 17 Jahren und so. Das ist doch mal ein Top-Kandidat, um den einfach mit Pavlenka hier zu, ersetzen sozusagen. Also komm, da gehen wir aber mal rein, Transferzentrale, und ich verpflichte den jetzt auch. So teuer wird ja nicht sein. Wir haben noch gute Restreserven in der Kasse. Ist nicht allzu viel mehr. 89 Millionen Euro sind es nur. Wir gucken mal, wir machen mal 21 Millionen Euro. Wir bewegen uns jetzt. Wir tasten uns auch mal wieder ein bisschen langsam nach vorne. Mal gucken, was die dazu sagen. Guck mal, die springen schon direkt hoch. Ich sag ganz ehrlich, Weiterverkaufsgebühr ist mir egal. 15% ist vielleicht ein bisschen zu extrem. Dann gehen wir mal ein bisschen runter. Aber seht ihr ja schon, das ist preislich nicht von dem so weit entfernt, was ich überhaupt mir vorgestellt habe. Also von daher, kommen wir gucken das mal an. Guck mal, direkt akzeptieren sie es sogar. Ne, so ein bisschen eine krumme Zahl wieder daraus gemacht und so. Ich mag das ja, und 10% Weiterverkaufsgebühr. Ich will's ja auch Nizza gönnen, ja. Wir brauchen das Geld nicht. Also gönn ich's denen. Ja, du bist auf jeden Fall... Mal gucken, was er sagt, wenn ich sporadisch mache, weil er ist auf jeden Fall nicht über Rotation. Aber ich bin mal gespannt, was er hierzu sagt. Der ist damit sogar schon einverstanden. Perfekt. Perfekt. Besser, ja, besser hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Top. Ganz ehrlich, das ist das allerbeste, was passieren könnte. Mal gucken, was wir an Gehalt haben. Ja, was? Der will weniger, als er jetzt verdient. Was? Nein! Huch, nee, der wird aber nicht Millionen verdienen. Ich habe jetzt so eine Klatsche davon gekriegt. Der will weniger verdienen? Du bist doch... Hast du Lack gesoffen? Mach mal wenigstens 5.000. Also bitte, also komm. Du spielst hier mit der besten Mannschaft der Welt irgendwie gefühlt, weißt du? Will er weniger verdienen, als er bei Nizza verdient? Ist das unglaublich. Wahrscheinlich wegen seiner Rolle oder so? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weißt du, weil er sporadisch ist oder so, und das Spiel dachte sich so, ja gut, da kannst du nicht übertreiben und sowas mit dem Gehalt. Ich weiß es nicht, aber das ergibt gar keinen Sinn. Aber ist cool. Hat sich schon mal direkt gelohnt hier. Da kann man schon einen Trainingsplan mit rein und so. Wie gesagt, er ist ein kleiner und sowas, aber wenn Jan Sommer das gerockt hat, warum sollte er das nicht rocken können und so? Und wie gesagt, der soll ja Pavlenka dann einfach ersetzen. Pavlenka ist dann unser dritter Keeper, dann wird Kuhn jetzt über Pavlenka eingesetzt. Beziehungsweise wir können das genauso wie mit Toni Kroos machen. Der hat ja ein fantastisches Karriereende jetzt hier gehabt, in unserer Karriere hier. Dass wir Pavlenka dann in den letzten Spielen nach ihm einsetzen. Und vielleicht werden die letzten Spiele für Pavlenka dann ja auch wichtige europäische Wettbewerbe sein. Wir werden es dann ja sehen. Und dann darf ich euch jetzt nun herzlich willkommen heißen zum großen Auftakt unserer letzten Saison hier im Supercup. Gegen RB Leipzig geht es nämlich jetzt ran. Ich bin sehr gespannt. Im Volksparkstadion treffen wir aufeinander. Wir geben jetzt einfach mal die erste Pressekonferenz der Saison hier ab. Ich glaube, die gesamte Welt ist gespannt darauf zu sehen, was wir mit dem SV Werder Bremen reißen können in dieser Saison. Vor allem mit der Mannschaft, die wir jetzt aufgestellt haben. Was erwarten wir denn vom Duell gegen den RB Leipzig? Ja, wir tun natürlich... Nee, wir wollen... Nee, nicht wir wollen. Wir tun alles, um zu gewinnen, selbstverständlich. Hier in einem Finale will jeder alles geben. Und wir haben uns ja schon mal gegen RB Leipzig jetzt in den letzten Spielen der letzten Saison bewiesen. Warum nicht auch jetzt wieder? Die Vorbereitung ist gut gelaufen. Es ist natürlich sehr vorsichtig formuliert. Die ist super gelaufen übrigens. Wir sind siegeshungrig. Gerade diese Vorbereitung hat mich darauf vorbereitet, zu sagen, dass wir in dieser Saison mal so richtig angreifen werden. Wir waren sehr aktiv auf dem Transfermarkt. 4 Neuzugänge sind es bereits. Werden vor Ende des Transferfensters noch weitere Spieler verkauft. Ich sag ganz ehrlich, unser Kader ist bestens besetzt. Ist auch nicht gelogen. Ich will keine weiteren Spieler eigentlich mehr verleihen oder verkaufen oder so. Ihr wisst, Money Talks, ne? Also wenn da irgend so ein Angebot reinkommt, was mich komplett umschmeißen wird, dann werde ich noch sagen, okay, das überlege ich mir, das können wir gerne machen. Aber ansonsten ist es nicht mein Plan, irgendwelche Spieler gehen zu lassen. Ja, und das hier ist die Mannschaft, ne? Was soll ich sagen? Also wir haben uns die jetzt schon öfter angeschaut. Ihr wisst ganz genau, wie sie aussieht. Ihr wisst auch, wie die Bank aussieht. Und die wird auch genauso bleiben, glaube ich. Es gibt für mich hier keinen Grund, irgendwas durchzuwechseln. Wir gehen jetzt so rein, meine Damen und Herren, Saisonauftakt gegen RB Leipzig. Supercup. Wir könnten diese Saison also starten, direkt mal mit einem Pokalsieg. Soll übrigens jetzt nicht schon direkt eine Ausrede sein für die ersten Sekunden des Spiels, aber ich will euch nochmal kurz vorwarnen, dass jetzt auch schon das letzte Mal spielen FIFA
bei mir ein bisschen wieder was her ist. Es gab ja auch eine kleine Videopause mal wieder und so weiter. Also von daher, ihr wisst ja ganz genau, wenn ich so kurze Pausen oder sowas habe, dann dauert es immer so ein bisschen, bis ich wieder ins Spiel reinkomme. Das will ich euch nochmal ganz kurz hier vor Augen nochmal führen. Ist jetzt bisher aber auch keine spannende Partie. In den ersten 4 Minuten sehr viel Mittelfeld gestochen und so weiter. Aber wenn ich schon die Namen lese meiner Neuzugänge und so, da werde ich wirklich richtig, da werde ich sabbernd. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue, die Werder Bremen Mannschaft mit solchen absoluten Giganten begrüßen zu dürfen. Jetzt ist mal aufgepasst, weil einen anderen Giganten begrüßen wir gerade in unserem eigenen 16er. Da kommt die Flanke, Putsch, da stellt sich heldenhaft dazwischen, wehrt das sogar ab. Und jetzt können wir einen kleinen Konter jetzt mal fahren. Mathis Tell gemeinsam mit dem Florian Wirtz, alles unsere Neuzugänge, ja, Jensen und so weiter, der braucht ein bisschen Unterstützung, bekommt die nicht, die er brauchte. Also das Ganze wieder Dampf raus. Und bisher ist Leipzig aber auch so ein bisschen die bessere Mannschaft offensiv gesehen. Ich glaube, die haben auch mehr Ballbesitz und so, weil die behalten die ganz gut bei sich in den eigenen Reihen. Cherki jetzt, Stach stellt sich auch dazwischen, fängt den super ab. Und jetzt haben wir dieselbe Situation wie vorhin schon. Nur das, ja, wirklich dieselbe Situation wie vorhin schon. Unsere Spieler sind noch nicht so ganz wach, die sind noch nicht so schnell, wenn es darum geht, halt das Umschaltspiel halt eben zu starten. Pukstas aber auch richtig gut mit dabei hier in dieser Partie. Und jetzt war wieder ein Angriff halt eben hier mit starten. Jetzt auf den Außen mit Jadon Sancho. Mal gucken, ob er sein Tempo hier einsetzen kann. Der wird nicht unbedingt bedrängt hier. Sehr schön, das sieht richtig gut aus. Die erste Möglichkeit für uns jetzt hier im Spiel mit Jadon Sancho. Jadon Sancho macht's lieber selber. Kalulu stellt sich dazwischen. Wir behalten aber die Pille am Fuß. Komm, Sancho, machen wir gut. Jawohl, in die Mitte. Da ist nämlich... Ah, Stach würde ich eigentlich anspielen. Dann wird es halt Karlsson angespielt. Machen wir einen Flügelwechsel. Komm, Karlsson. Ja, Flanke will ich eigentlich gerne zünden. Aber mir ist halt so ein bisschen der Gegenspieler hier gerade. Ein bisschen ein Dorn im Auge. Jetzt aber Karlsson. Jetzt kommt die Flanke rein. Und die kommt auf Mathis Tell per Kopf. Und er macht das Ding direkt zum 1:0 nach 23 Minuten. Es hat nur eine Chance für uns gebraucht. Und der rastet komplett aus. Sehr irritierend übrigens, dass hier im Volksparkstadion immer noch die Netze des Tores mit dem HSV-Logo übrigens beklebt sind, falls ihr es gerade nicht gesehen habt. Das ist ja wohl eine Frechheit. Seht ihr das? Aber geile Flanke von Karlsson. Mit dem Außenriss reingechippt. Und dann sogar Sancho hat sich zum Schuss irgendwie bereit gemacht. Und der Keeper, der steht einfach nur und guckt zu. Der Keeper macht gar nichts, der guckt einfach nur blöd zu. Oh, das könnte jetzt ein Blitzlichtgewitter geben, Abraham. Bender kommt, aber springt dahin. Ich weiß nicht, was Krejci da gerade gemacht hat und so. Wollte er den zweiten Keeper oder sowas spielen? Der kommt einfach random reingegrätscht. Guck ich das mal an jetzt hier. Krejci ohne jegliche Gefahr gar nicht. Also sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht. Aber schöner Reflex hier. Sehen wir auch nochmal. Reaktionszeit 0,4 Sekunden. Schon fast Maschine, muss man sagen. Also da wird auch sogar tatsächlich so ein... Wie heißt der Sänger jetzt nochmal? Ich glaube, ich habe schon mal den Witz gebracht, wo mir der Name vom Sänger nicht eingefallen ist. Oh, Bender, danke schön. Wo mir der Name nicht eingefallen ist. Mark Foster. Mein Gott. Sogar der wird da halt eben, ja, sehr neidisch halt eben bei. Weil er ist auch nur ein Mensch und keine Maschine. Jetzt aber abwehren bitte. Jensen, na, das sieht nicht gut aus. Kalulu. Das sieht aber auch nicht gut aus. Sein Abschluss katastrophal. Also ich muss sagen, leid tut es mir natürlich für die ganzen Stammspieler aus der letzten Saison, wenn wir uns so einen Serge Gnabry halt anschauen, der eine traumhafte Saison gespielt hat. Oder wenn wir uns mal einen Demann anschaut, der eigentlich ja gar nicht als Schlüsselspieler oder als Starspieler fungiert bei uns und so. Die ja alle wirklich fantastisch gespielt haben und auch, wie gesagt, ihren Stammplatz halt hatten, dass sie das jetzt halt eben verlieren, dadurch, dass wir solche Giganten eigentlich bei uns in der Mannschaft halt eingeladen haben. Aber man muss halt an der Stelle auch sagen, dass Abraham erstmal ein bisschen gefährlich unterwegs mit Cherki gemeinsam machen, das sehr stark. Olmo kommt auch mit dazu gezwischen gerannt und so. Gesamte Leipziger Mannschaft gefühlt. Oh Gott, nicht faulen bitte. Nicht noch einen Elfmeter heraus provozieren. Werner kommt jetzt dazwischen. Wir können das jetzt eigentlich sogar theoretisch einfach mal direkt abwehren und so. Sollte sowieso abgepfiffen werden. So ist es auch. Genau, also wenn du solche Giganten halt in der Mannschaft hast, das ist halt schade für die Spieler, keine Frage. Aber ich glaube, damit rechnen die dann auch, wenn solche Spieler kommen. Aber, und das will ich hier nochmal ganz, ganz groß betonen. Ich als Trainer, der Meinung ist, dass man die Teams aufstellen sollte nach deren Form, also dass gute Form auch sehr belohnt werden sollte mit einer Startelf. Was haben wir jetzt hier? Olmo Bender kommt raus und er macht das gut. Haidara. Wir können das doch aber noch gut klären, würde ich sagen. Tell mal anspielen. Das ist aber kein gutes Anspiel jetzt hier gewesen. Hier. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Die sind jetzt richtig drauf und dran, hier den Ausgleich zu erzielen. Olmo, niemand wird da angegriffen. Und dann sehen wir in der 50. Minute schon direkt den Ausgleich. Leipzig verdient. Verdient, muss man sagen. Leider verdient. Die haben uns wirklich kalt aussehen lassen. War nicht gut gemacht. Genau, was ich sagen möchte ist, also ich mache nach Form, nach Leistung und so weiter. Und wenn halt eben die Top-Giganten nicht performen auf dem Platz, werden die anderen Spieler ihre Chance bekommen. So habe ich immer gespielt und so werde ich auch weiterhin spielen. Was macht Florian Wirtz jetzt hier erstmal? Der spielt mit den Gegnern oder was? Florian Wirtz Dribbling, Florian Wirtz mit dem Abschluss, Unai Simon. Da der Ball nicht wirklich extrem gefährlich aufs Tor gekommen ist, aber auch schon mal schön zu sehen, dass Wirtz da am Kämpfen ist und gut dribbeln kann. Jetzt kommt Jensen mit seiner Flanke, mal gucken. Jensen, Flanke kommt rein. Da sehen wir, Werner ist nicht der Größte. Jensen kriegt aber nochmal seine Chance. Oder besser gesagt, Mathis Tell. Mathis Tell! Oh, wie knapp war das bitte? Das gesamte Stadion stand gerade. Können wir uns das nochmal besser anschauen hier?
Nee, ist keine gute Kameraführung, muss ich sagen. Ich hätte gerne gesehen, wie viele Millimeter dort gefehlt haben. Boah, ist das stark. Jetzt hoch. Jawohl, auf Jensen. Boah, ist das stark. Heilige Scheiße, war das geil rausgespielt. Oh mein Gott, Alter. Wir sind wirklich eine Weltmannschaft. Selbst im Bedrängnis. Kühlen Kopf bewahrt, scheißegal, Pass um Pass gespielt, auch die Laufwege der Spieler und so. Daran seht ihr, selbst wenn wir die Offensive zusammengebaut haben und gewirbelt haben und Spielern, die überhaupt nicht miteinander gespielt haben und so, guck mal, Wirtz, was macht denn der Typ vor allen Dingen? Die haben eine super Kommunikation miteinander gerade gehabt, das hat's eigentlich bewiesen. Guck mal, Wirtz, der bedient jetzt auch noch Mattis Zell, aber keine gute Ballannahme. Ich wollte diesen Volk eigentlich gerne ausspielen. Jetzt hier 62. Minute, wir wechseln nochmal eben durch. Müssen es nicht unbedingt halt eben machen, aber ich möchte auch die anderen Spieler halt eben jetzt spielen. Das sind zum Beispiel Miller, möchte ich gerne mal sehen. Pukstas, sehr unauffälliges Spiel gemacht. Am Anfang gute Akzente gehabt, aber ich möchte mal gucken, wenn Miller jetzt heraussticht und so. Vielleicht wird dann Miller über Pukstas von Anfang an eingesetzt. Das werden wir dann ja sehen. Ich will außerdem Dardai mal einsetzen über Krejci. Krejci, glaube ich, eher so derjenige, der am meisten struggelt. Ich glaube, beim Gegentor war er auch nicht auf seiner Position, wo er sein sollte. Wie gesagt, wenn ich eine Leistung halt eben aufstellen möchte und wenn Dardai das... Alter, geile Krejci von Stach, verdammte Scheiße. Wenn Dardai das besser machte, ja, dann muss auch Krejci da ein bisschen Bange haben um seinen Startplatz. Jadon Sancho bisher auf seinem Flügel relativ unaufmerksam gewesen. Unauffällig gewesen, wollte ich sagen. Oh, geil gemacht. Mathys Tel mit der Möglichkeit. Verdammt. Das wird jetzt die ganze Zeit abgewehrt. Ich wollte dann mal gucken, was Sancho halt eben aus der Situation machen kann. Und so, weil wir von dem noch nicht allzu viel gesehen haben, war aber auch so ein bisschen im Spielgeschehen geschuldet. Der hat jetzt keine wirklichen Fehler gemacht und so. Sondern ich habe einfach nicht über seine Flanke halt eben gespielt. Aber auch was er jetzt gerade gezeigt hat, war ja ziemlich gut. Jetzt aber mal aufgepasst und so. Bevor wir jetzt hier den zweiten Ausgleich fangen, Bender ist da. Und einer grätscht immer von unserer Verteidigung, ne? Wie gesagt, so als würden sie den zweiten Keeper spielen wollen. Die wechseln auch nochmal durch. Madueke kommt rein. Haidara verlässt den Platz. Ich will mal nur eben kurz luschern, ob wir irgendwas wechseln sollten. Ich könnte rein theoretisch zum Beispiel... Ja, komm, wir machen das sogar. Jensen geht raus. Wir holen uns einen Routinier mit Gnabry rein. Jemand, der ein bisschen mehr Ruhe reinbringt. Und ich glaube, Gnabry kann auch besser defensiv leisten als Jensen. Könnte es aber auch ganz gefährliches Halbwissen halt sein. Ich sehe gerade, Jadon Sancho hat die Nummer 35. Da stimmt ja irgendwas nicht. Oh Gott, nein! Nein, 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 nein! Da stimmt wirklich was nicht. Sancho, das liegt jetzt aber nicht an deiner Nummer, oder? Jetzt aber komm, Konter. Let's go, Gnabry gerade eingewechselt, der ist frisch. Gnabry hat Bock. Und wie viel Bock der hat? Mattis Tel bedient. Nein, er läuft nicht weiter. Wobei, er bleibt immer noch am Ball. Wirtz macht das super stark. Setzt sich gut durch. Jetzt auf Mattis Tel. Da wollte ich gar nicht hinspielen. Die wurde Mattis Tel. Sehr, sehr ungestüm, stolperhaft und so. Da wusste niemand so richtig, wohin. Oh, weia, und da sind sie schon wieder bei uns im 16er. Oh Gott, die Flanke sieht gefährlich aus. Werner auf Abrahams Fuß. Was machst du denn? Ich hätte Krejci drin lassen sollen, Werner auswechseln sollen. Oh, war das scheiße gemacht, ey. Nicht gut genug geklärt. Und jetzt ist 2:2. Kurz vor Ende des Spiels taucht Abraham nochmal ein bei uns im Tor. Fucking hell, ist das schon wieder krass, ne? Da siehst du aber auch schon wieder, wie die Saison jetzt eigentlich gleich wird. Oh, ist der schnell? Ist das Haidara oder so? Ey, Junge, ist der schnell. Oder Madueke oder wie der da ist. Ja, da seht ihr schon mal, was für eine Saison das halt eben wird. Wenn wir jetzt hier schon beim Supercup so ein 2:2, so ein richtig umstrittenes Spiel erlebt haben. Jetzt aber komm, Sancho, in der Mitte. Mattis Tel hebt schon den Arm. Jetzt bring ihn. Bring ihn, Mattis Tel. Verdammt, ey. Ja, gut gemacht. Karlsson setzt sich durch und dann passt er nicht zu Gnabry, sondern wollte zu Stach zurückspielen. Aber guck mal, Stach, guck mal, wie der angreift. Stach auf Karlsson. Richtig geil. Guck mal, wie wir kämpfen. Nein. Warum mache ich es denn auch wirklich? Warum mache ich das denn flach? Ich Vollidiot. 89. Minute, es geht hier in die Verlängerung rein, ich sag's euch, wie es ist, das kann doch echt nicht wahr sein. Oder gibt's überhaupt Verlängerung und das direkt Elfmeterschießen? Oh Gott, Madueke, verdammt, Abraham ist komplett frei, Abraham wartet auf seine Leute, Abraham bekommt die auch, Ibrahim, Cherki. Oh Gott, die Flanke kommt rein, müssen wir klären, da, der macht das auch richtig gut, Stach jetzt hier eine Minute Nachspielzeit, heißt glaube ich, dass es jetzt direkt abgepfiffen wird. Und was gibt's jetzt? Bitte nicht direkt Elfmeterschießen, oder? Oh, ich glaube, es gibt Elfmeterschießen schon direkt. Oh no, ich wusste es, irgendwas war da, glaube ich, oder? Tatsache. Nein! Das will ich nicht. Aber wir haben jetzt mittlerweile bessere Elfmeterschützen, zumindest in der Mannschaft, ne? Das kann ich zumindest schon mal sagen. Und ich muss natürlich Anton Stach wieder hochsetzen, ne? Keine Frage. Der hat uns ja den Arsch gerettet, als wir, ja, da den Lupfer, den Panenka da gemacht haben. Von daher, ich bringe den jetzt wieder mit. Okay. Und Leute, direkt die Spannung. Das erste Spiel hier in der Karriere und direkt Elfmeterschießen. Das kann doch gar nicht sein. Yes, Karlsson, abgebrüht wie eine Hundeschnauze. Und oben links das Logo vom von der zweiten Bundesliga. Jetzt hier bitte. Nein! Gut geschossen, Elfmeter. Ich glaube, weil wir im Hamburg-Stadion sind. Ich komme jetzt gerade mal auf Sancho. Ruhig, ruhig, Sancho. Komm, 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 komm. Yes! Geil, geil, geil. Läuft gut, läuft gut, läuft gut. Balogun, mal gucken, wie gut du es kannst. Rasen hast du auf den Kopf und Bender hat Rasen jetzt auch auf den Kopf, weil er da hingesprungen ist. Mattis Tel, wie gut kannst du es? Mattis Tel, Mattis Tel! Ja, der kann das auch. Alle können sie, die Elfmeter. Sehr schön. Cherki. Wir haben immer noch die Führung. Cherki, auch stark geschossen.
Innenseite des Netzes. Wir müssen treffen, Gnabry, ne? Das weißt du. Gnabry, wir müssen treffen. Gnabry, bitte. Gnabry, bitte. Gnabry, jawohl. Boah, was ein Elfmeter. Junge, Junge, Junge. Und wenn Bender das jetzt hält, haben wir den Supercup gewonnen. Gegen Dani Olmo, der im Spiel sehr gut war. Wie gut ist er beim Elfmeterschießen? Wir sehen, Bender springt in die richtige Richtung, aber er macht den. Der ist zu gut geschossen. Okay. Und jetzt liegt alles auf den Schultern von Florian, die Kartoffel Wirtz. Behält er die Composure? Nein! Bitte halt den Bender. Bitte halt den Bender. Madueke gerade eingewechselt. Das darf nicht wahr sein. Die gleichen wirklich aus. Wir hatten so eine große Lead. Okay, Stach. 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 Okay, ich konnte nicht nochmal lupfen, Leute. Das wäre ein bisschen zu krass gewesen. Ich weiß, ihr alle hattet jetzt gerade im Kopf gehabt, dass ich Panenka wieder mache. Jeder einzelne von euch hat sich das gedacht, aber es wäre ein bisschen zu krass gewesen. Bitte, Bender. Bitte, 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 nein! Fuck, Alter, ist das ein krasses Elfmeterschießen. Miller. Miller. Langsam nehmen die Option aus von guten Elfmeterschützen. Er hält den! Bender muss halten. Nein, Bender muss halten, bitte. Ja! Werner. Yes! 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 Holy shit. Okay. Foyth. Oh, was ist das für ein Elfmeterschießen? Ja! 7-6, Alter. Burn. Verbrenn dich. Fucking hell, Alter. Was ist das für ein Elfmeterschießen? Hab ich noch nie gehabt in FIFA. Oh, scheiße. Ja! Okay, Bender muss es jetzt richten. Ja! Was ein heftiger Elfmeter. Um Gottes Willen, Bender muss jetzt gegen den gegnerischen Keeper halten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, Alter, was ist das denn? 8-8? Und wir sind wieder zu Anfang. Karlsson. Ja! 9-8. Come on, come on, come on, come on. Abraham, Abraham, bitte. Ja! Fucking finally, Mann. 9-8 im Elfmeterschießen. Das habe ich noch nie gehabt. Noch nie hatte ich das gehabt. Das ist das krasseste Elfmeterschießen aller Zeiten für mich. Heilige Scheiße, war das spannend. Und endlich... Bender kürzt sich zum Helden. Der Supercup damit in unseren, oder eigentlich in Benders Händen, muss man ja sagen. Ne? Und da lässt er sich feiern von allen und das auch zurecht. Und den Supercup, das schauen wir uns auch nochmal an. Schöne Leistung der Mannschaft und so, war wirklich extrem krass. Was für ein Spiel aber auch eigentlich. Stellt euch mal vor, die Saison beginnt mit so einem Spiel, wo das 1-0 geschossen wird, dann der Ausgleich vom Gegner, dann das 2-1 geschossen, dann wieder ein Ausgleich, kurz vor Ende auch noch, um dann in Elfmeterschießen ein 9-8 zu haben. Also das geht in die Geschichtsbücher ein. Da haben wir uns mal richtig hier von der Schokoladenseite gezeigt. Mal gucken hier, Supercup in die Luft gehalten. Wir gewinnen eigentlich gerade alles gefühlt, ne? Also wir sind momentan so auf einem Siegerkurs, sogar der Supercup nimmt keinen Halt. Und jetzt sind wir hier zum Start der Bundesliga gegen Stuttgart. In Stuttgart, die ersten Spiele wurden sogar schon ausgetragen. Unter anderem haben Gladbach, Leverkusen und Darmstadt verloren. Die meisten Spiele wurden sogar schon gespielt. Achso, wir sind die letzten drei quasi. Frankfurt hat gewonnen, Bayern, München und Leipzig, die sind alle heiß, verdammt, ich kann schon gar nicht mal richtig sprechen und so, ne? Aber Leverkusen hat auch verloren gegen Leipzig und so, sonst hätte ich jetzt gerade gesagt gehabt, Leverkusen und so, vielleicht war das doch nicht so gut, dass ich den Wirtz weggekauft habe. Es ist immer noch schön zu sehen, dass St. Pauli hier ist. Jemand schrieb auch korrekterweise in den Kommentaren, also quasi haben wir zwei Freundschaftsspiele in der Bundesliga, weil wir halt gegen St. Pauli rangehen dürfen. Ich wollte nochmal im Kalender natürlich reinschauen. Weil ich gerade gar nicht weiß, wie das aussieht mit unserer Dreifachbelastung. Ob ich mir jetzt schon Sorgen machen muss, dass meine Spieler am nächsten Tag umkippen oder so. Wir sehen hier erstmal, okay, Stuttgart und danach gegen Hoffenheim, gegen Bayern München und so weiter. Also es wird noch gar nichts ausgelost und so. Heißt also, wir können hier relativ beruhigt erstmal noch einfach mit der bestmöglichen Mannschaft halt eben hier mit reingehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß auch gerade gar nicht, also ich will, glaube ich, mal Pukstas von Anfang an nicht einsetzen, sondern ich bin gerade ja in den Testphasen sozusagen drin, dass wir Miller mal ausprobieren.
Und dann mache ich das, glaube ich, eher so. Ich werde dieses Spiel jetzt auf jeden Fall noch spielen, weil es ein Bundesliga-Auftakt ist, dass es damit auch nochmal eine Wichtigkeit halt eben hat. Aber ich will euch nochmal eben ganz kurz hier daran erinnern, dass ich im Laufe dieser Saison sehr viele Spiele simulieren werde, damit wir das wirklich relativ schnell durchmachen und nicht, dass das Ganze noch weitere 20 Parts geht. Auch wenn ich weiß, dass viele von euch super hyped sind auf diese Saison und weiterhin auf diese Karriere und sowas. Aber ihr könnt mich da hoffentlich ein bisschen nachvollziehen und so. Und wenn ich noch eine Retro-Karriere machen sollte, muss das zeitlich ja auch irgendwie passen, bevor halt eben das nächste FIFA-Spiel rauskommt, ne? Wisst ihr? Also deswegen, also ein bisschen sputen müssen wir auf jeden Fall. Ich habe Trikotnummern angepasst und so. Vielleicht werdet ihr das ja im Laufe des Spiels hier sehen. Ich habe zum Beispiel Jadon Sancho die Nummer 25 gegeben, die er bei Dortmund schon mal hatte und so, weil die Nummer 7 und sowas. Ja, die Nummer 7 habe ich erstmal Carlsson gegeben. Hat für mich irgendwie ein bisschen besser gepasst und so. Ich weiß gar nicht, was habe ich noch alles für. Ich habe noch ein paar Trikotnummern halt eben gemacht, aber das. Wie gesagt, werdet ihr im Laufe des Spiels dann einfach erkennen. Das ist ja schon mal nicht ein Start nach Maß, würde ich sagen. Weil Stuttgart hat auf einmal die Nase vorne. Und davon bin ich kein Freund. Wobei wir eigentlich relativ gut hier alles dicht machen mit der Verteidigung. Ich warte noch darauf, bis irgendein Ball nach vorne kommt. Und guck mal, Miller zeigt schon mal direkt, dass er vielleicht die Position über unseren Pukstas verdient hat. Und, warte, ist Sigur. Nee, krass, wie dieser Sigur da am Kämpfen ist. Sancho konnte ihn leider nicht ausdribbeln. Oh, das Zusammenspiel hat schon mal super funktioniert. Wirtz sagt Sancho Bescheid. Ey, ich laufe da jetzt durch. War auch ein schöner Pass jetzt hier gespielt. Mal gucken, was wir aus diesem Angriff hier so aufbauen können. Jadon Sancho auf Stach. Stach mal mit einem Powershot aus der Ferne. Und der sitzt den so hardcore rein, Alter. Wie viel Schusskraft steckt in diesem Fuß von Anton fucking Stach? Alter, können wir das mal ganz kurz berechnen? Das war ja ein unfassbar heftiger Schuss. Ich meine, okay, der hat ja auch Spielstil und so. Aber können wir uns das mal bitte anschauen? 104 war es nicht. 119 war es auch nicht. Never ever. Da habe ich schon stärkere Schüsse an dem geschossen, aber die sind alle nicht so gestört geflogen wie dieser Schuss, der den Weltrekord gesetzt. Kennt ihr den stärksten Schuss der Welt? Das war doch irgendwie von Ronny hier bei Hertha BSC. Der hat doch so einen Freistoß irgendwie mit 200 km/h oder irgendwie sowas gestörtes geschossen. Das hat der doch hier auch locker. Und über Sanchos Seite läuft es in diesem Spiel auf jeden Fall besser als gegen RB Leipzig. Und das sehen wir jetzt hier wieder mit der Möglichkeit, dass Mattis Tell vielleicht und der. Oh, der schießt daneben! Nein! Ist hier der Fluch von Šeško in der Luft vielleicht? Liegt das an der Trikotnummer oder irgendwie so? Šeško hat solche Dinger auch irgendwie nicht aufs Tor dem gebracht, sondern daneben geschossen. Ich war mir eigentlich zu 1000% sicher, dass er den reinlunzt. Aber das müssen wir uns ein bisschen öfter mal, da müssen wir uns mal anschauen, würde ich sagen. Mal durch die Mitte ausprobieren, nicht immer über die Flügel. Und das sieht auch schon sehr gut aus, was wir hier machen. Sogar Miller mitgeschickt und Miller schickt auch Mattis Tell, der jetzt mal aufs Tor schießt. Henderson aber legt sich im richtigen Moment auf den Boden und pariert die Pille und... Okay, das habe ich, glaube ich, nicht gedrückt, aber naja, meinetwegen. Dann halt Mattis Tell. Kannst du flanken oder was? Ja, das sieht gut aus auf Stach. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich glaube, der wollte damit so ein bisschen seinen Fehler wieder gut machen oder so, dass er zwei Chancen nicht wirklich aufs Tor... Also, ja, doch, er hat ja letzte aufs Tor gebracht, aber dass er die halt nicht gemacht hat. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? War interessant zu sehen. Jetzt hier schnelles Umschaltspiel von Stuttgart. Ich kann Stuttgarts Stärke auch gar nicht wirklich einschätzen, auch wie gut die sich jetzt hier wohl schlagen werden in dieser Saison, weil ich die Spieler auch alle nicht so wirklich kenne. Jetzt guck mal, Werner. Oh, nee, schade. Ey, aber die Idee war cool. Ich wusste, wo er hinspielen wollte. Da wollte ich nämlich auch hin. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Brun Larsen dachte ich zuerst, aber der ist ja Strand Larsen. Oh, der schießt auch daneben, der Jöng. Gott sei Dank. Und dadurch, dass der Star auf der anderen Seite performt hat, muss Carlsson jetzt auch mal auf seiner Seite zeigen, dass er es genauso gut drauf hat wie ein Sancho. Und das machen wir wirklich richtig gut. Jetzt ist sogar Miller mit dazugekommen, dass er von dort mal schießen möchte. Und auch der Schuss sieht richtig gut aus. Also wir sind gerade voll dabei, Stuttgart zu fressen, muss man sagen. Mal gucken, Jensens Flanke jetzt hier. Das lief schon im ersten Spiel gut. Und Krejci auf der Linie geklärt. Sigur, Tell wird zu Boden geschmissen. Nein, das ist komplett abseits. Huch. Ja, brauchen wir gar nicht. Was? Gar kein Abseits? Hä? Das war doch meilenweit abseits. Na okay, gut. Stach, versuch's nochmal. Powershot, Stach und abgefälscht sogar Henderson. Und guck mal, wie wir die wirklich an den Klöten haben. Seht ihr das? Die kommen gar nicht mehr weg von unserer Offensivpower hier, die Stuttgarter. Sancho mit Bedrängnis, Flanke rein auf Mattis Tell. Der haut einfach mal lieber den Keeper um als den Ball. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Miller ist echt jetzt hier bei den beiden Spielen, wo ich die beiden mal miteinander vergleichen konnte, wirklich besser als Pukstas. Der ist auch defensiv so ein Bollwerk, lustigerweise. Also von daher, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, gerade schon meinen Favoriten jetzt hier auf den Positionen. Jetzt hier Mattis Tell da oben, da lauert doch schon jemand. Aber ja, bei solchen Pässen und so, das ist, oder bei solchen Flanken nicht präzise genug. Komm, 62. Minute, die Golden Hour sozusagen.
Nee, ich wechsle gar nichts. Scheiß auf die Golden Hour. Wenn das Team so gut funktioniert, never change a running system. Es liegt ja einfach das zweite Tor in der Luft und ich möchte das jetzt nicht aufshaken, dadurch, dass ich neue Spieler irgendwie auf den Platz halt bringe. Sondern ich möchte diesen Wind, den wir gerade haben, einfach noch drin lassen. Ja, das ist ein Pass, wie ich es von Florian Wirtz auch gefault bin. Und Henderson spielt aber auch fantastisch da mit Keeper. Seine Keeper-Rolle dadurch. Der macht das richtig gut. Aronsson kommt rein. Ist das Johansson Aronsson oder was? Und jetzt bringen wir mal die Flanke von Karlsson hier auf der anderen Seite beim Eckballpfosten. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Hier kommt die Flanke. Da ist schon wieder Gretchen, schon wieder auf der Linie von Sigur. Täglich grüßt das Murmeltier, nur dass ein Spiegel hingestellt worden ist. Alter, direkt von der anderen Seite genau dieselben Szenen hier wieder. Guck mal, wie Werner da kämpft. Okay, wisst ihr was? Jetzt gucken wir aber mal, dass wir halt durchwechseln können. Oh, diese Chance auch von Tell jetzt hier wieder. Aber Henderson, wie gesagt, hat das klasse gemacht. Das seht ihr gerade im Hintergrund. Ja, komm, also ein bisschen was können wir... Oder muss ich überhaupt... Ich muss eigentlich nichts wechseln. Aber ich glaube, ich mache es ein bisschen defensiver. Zum Beispiel den Mann setzen wir jetzt mal wieder ein. Und das war es eigentlich auch schon angekündigt, als mache ich jetzt den Groß-Joker hier auf dem Platz, höchstpersönlich. Und dann mache ich nur einen Wechsel eigentlich. Oh, sollte ich vielleicht in der Verteidigung ein bisschen investieren? Johansson oder Aronsson, Entschuldigung. Da mit seinem Schuss, erster Ballkontakt direkt zum Schuss und so, aber da haben wir halt einen Bender auch hinten stehen. Also egal, auf welche Position du bei uns im Team schaust, wir haben Weltklasse-Spieler da halt stehen. Das ist wirklich top. Es ist wirklich geil, was wir da mittlerweile halt haben. Und deswegen, also das macht auch super viel Spaß. Also die Mannschaft auch allgemein, die harmoniert so krass, das ist wirklich, das ist richtig, richtig saftig. Wisst ihr, was ich meine? Richtig saftig. Und jetzt gerade eben, wo ich das gerade angesprochen habe, es wird gerade jemand, der in den letzten Minuten hier ein paar Fehler macht und so. Ich sage euch aber ganz ehrlich, das fällt jetzt vielleicht ein bisschen negativer auf oder so, weil er jetzt am Ende ganz viele Fehler irgendwie gemacht hat. Also zumindest sein Dribbling ist jetzt gerade nicht so stark gewesen, aber vor allen Dingen auch am Anfang des Spiels, boah, Spielmacher, sage ich euch. Ja, schreibt auch schon, die 82. Minute quasi das Ende des Spiels. Sigur ist auf seinem Flanken, also Trip ist der so gut. Wer ist dieser Sigur? Alter, den brauchen wir. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Aufgepasst. Eieieiei, das gefällt mir überhaupt nicht gut jetzt hier. Wir können jetzt nicht zum Bundesliga-Debüt direkt hier einen Ausgleich oder so eine Unentschieden erholen gegen Stuttgart. Bender, bitte. Wobei ich, wie gesagt, überhaupt nicht einschätzen kann, wie gut die Mannschaft von Stuttgart ist und so. Ich weiß gerade gar nicht, wie die da stehen. Ich kenne viele dieser Spieler halt eben überhaupt auch gar nicht. Also, ja, weiß ich auch gar nicht, ob das jetzt eine gute Leistung ist, die wir hier abrufen oder so. Aber wir müssen eigentlich, da können wir auch ein bisschen selbstgefällig sein. Also wir sind halt eben aber auch die bessere Mannschaft, keine Frage. Also da müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Also eine Mannschaft, wie wir die haben, sollten sie eigentlich auf jeden Fall nicht haben. Oh, scheiße, ich wollte eigentlich ganz nach rechts spielen und so. Da hat an der Stelle der Mann da schon seine Hand halt eben hochgehoben und sowas und war auch viel freier. Ist aber scheißegal. Wir gewinnen nämlich die erste Partie in der Bundesliga auch schon mal direkt zu 0. Ein einfaches 1-0-Ding ist es für uns gewesen und ein super starkes Spiel allgemein. Also die Statistik sollte das eigentlich auch belegen. Ich glaube, ballbesitztechnisch haben wir uns nicht viel genommen, aber ich glaube zum Beispiel chancentechnisch, ja, guckt euch das mal an, bitte. Das war wirklich also eine ganz, 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 ganz tolle Show, die wir abgeliefert haben. Lustig wäre es ja, wenn wir jetzt hier den absoluten Super-Torwart aus diesen Scouting-Updates rausbekommen, nachdem wir uns gerade einfach einen gekauft haben. Aber wir haben auch noch andere Spieler gesucht, ne? Also auf Random-Positionen und so. Wenn wir da auch ganz coole finden und so weiter. Ja, Werder Bremen ist dann so ein bisschen, weißt du, die Schmiede und... Oh, nee, das ist nicht gut genug. Die Schmiede quasi für die ganze Welt. Weil wir haben auch schon einige unserer Jugendspieler verkauft, ja, durch die ganze Welt eigentlich schon durch. Das wisst ihr ja hoffentlich noch alle. Also, ja, das ist auf jeden Fall eine Talentschmiede, muss man an der Stelle sagen. Also, dann wird sich die Welt einfach freuen, dass wir... Nein, den wollte ich gar nicht verpflichten, verdammt. Da kann sich die Welt zumindest dann freuen, dass wir einfach Top-Spieler hier gescoutet haben. Aber ihr seht schon, das ist ja auch nicht wirklich. Das ist ja auch nicht wirklich die Creme de la Creme. Dieser Backer war auch nur eigentlich aus Versehen. Cardoso ist mittlerweile 16 Jahre alt. Alarm, Alarm, Alarm. Dann werde ich ihn, glaube ich, zum Profi befördern, weil der wird irgendwann halt ziemlich unzufrieden sein. Den kann ich sogar theoretisch direkt verleihen. Weil wir sind kurz vor der, Deadline Day. Kurz vor Deadline Day sind wir. Und ich glaube, der wird nicht so häufig bei uns halt eben spielen. Deswegen wird es, glaube ich, mehr Sinn ergeben. Aufregender Mann für die Zukunft. Das ist Musik in meinen Ohren. Der wird nicht oft bei uns spielen. Also Transferliste ist ganz cool. Wenn ich es hinbekomme, wäre es cool, dass wir ihn vielleicht nur auf die kurze Leihliste sogar bekommen. Das würde ich sehr appreciaten. Marquez, die ganze Welt jagt ihn, aber den können wir nicht verkaufen. Wir brauchen halt die Rotationsmöglichkeiten bei der Dreierbelastung, die wir haben. Cardoso, der hat davon geträumt. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, mein Kleiner. Und da bin ich mal gespannt, ob da ein Angebot für ihn auch reinkommt. Ja klar, kommt da natürlich ein Angebot rein. Und ich wollte direkt in die Verhandlungen reingehen, weil ich glaube, ich habe mehr Präsenz, dass ich die Kurzleihe irgendwie vorschlagen kann. Aber nicht, wenn sie 2 Jahre halt eben wollen. Also ich guck mal, Kurzleihe, die können jetzt wahrscheinlich alles abbrechen, aber nee... Wird bei 2 Jahre halt eben bleiben, was sehr schade ist. Ich will unbedingt eine Kurzleihe halt haben. Damit wir den vielleicht nochmal sehen.
Aber ich glaube, die Einjahresleihe wird es dann halt eben. Weil, sind wir mal realistisch und so, wird er bei uns spielen? Also, es wäre echt cool, den bei uns sehen zu können. Aber er wird auch, glaube ich, gar nicht spielen. Vor allem, er ist Flügel. Das ist somit die präsenteste Position bei uns in der Mannschaft. Mal gucken, ob sie mit einem Jahr einverstanden sind. Damit sind sie sogar einverstanden. Also, ja, das hat schon so seinen Sinn. Aber natürlich nur, wenn sie 60% übernehmen. Sind sie auch mit einverstanden? Also, er ist halt sehr schade. Ne? Also, Kurzleihe wäre halt cooler gewesen. Vielleicht kommt da nochmal ein Angebot rein, bevor er dahin wechselt und so. Ich mag es zu bezweifeln, aber ein bisschen hoffen darf man ja noch. Da kommt sogar was rein. Go ahead, Eagles! Ja, weißt du was? Komm, wir delegieren das. Und versuch mal eine Kurzleihe bitte daraus zu kitzeln. Vielleicht wechseln. Aber wobei, Spanien hat angefragt. Ich glaube, der wird eher nach Spanien halt wechseln, als dass er dann irgendwie in die USA reingeht oder so. Ist ja schon ein größerer Sprung, würde ich sagen. Wobei, näher an seinem Heimatland dran. Also, ja, vielleicht auch näher an seine Familie. Vielleicht ist er das noch ein bisschen cooler. Takefusa Kubo. Oh, warte mal, wohin wechselt er jetzt? Ach, Villarreal Bay, okay. 12 Monate. Schade. Wirklich schade. Hätte ich ja echt gern gesehen. Noch, aber dann werden wir den halt wahrscheinlich nicht erleben. Aber ich habe gerade nochmal gesehen, wie gesagt, Kubo zu Dortmund wäre natürlich ein richtig heftiger Wechsel. Lookman wechselt vielleicht zu Roma. Lookman hatten wir auch gehabt. Wie ich es ja vorhin angesprochen habe, die Stürmerposition ist die, die bei uns am meisten rumrotiert. Überlegt euch mal, welche Spieler wir alles schon im Sturm jetzt wieder hatten, ne? Also ich wahrscheinlich vergesse ich wieder die Hälfte, aber wenn du schon überlegst, Mendes hatten wir gehabt, wir hatten Lookman gehabt, wir hatten Griezmann gehabt, wir hatten Šeško gehabt, wir haben doch gefühlt wieder alle gehabt. Ja, das läuft. Guckt euch das mal an jetzt hier. Schnellsimulation gegen Hoffenheim im Weserstadion. Pukstas mit einem Tor und Sancho. Also Miller und Pukstas. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist eine das wird eine Rivalität zwischen den beiden in der Mannschaft. Aber das ist gesund. Das braucht die Mannschaft. Die müssen sich ja gegenseitig aufs höchste Niveau hochpushen und so. Und das machen sie gerade auf jeden Fall. Sancho ist auch in Glanzform. Ich bin's auch auf jeden Fall. Nicht nur, weil wir jetzt hier gerade schon wieder... Alter, 30,1 Grad bei mir im Büro. Ich habe ja eine Klimaanlage. Die ist auch super geil. Die ist ein bisschen sehr laut. Deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer, das während der Aufnahme halt anzumachen. Und vor allen Dingen, wenn ich FIFA aufnehme, will ich das ungern anhaben. Weil da muss ich mein Fenster dafür aufhaben. Und ich weiß nicht, ob sich meine Nachbarn so unbedingt darüber freuen, dass ich dann auch noch draußen rumkrakele. Ich glaube, die kriegen jetzt schon wirklich die Schnauze voll davon, dass ich hier die ganze Zeit in meiner Wohnung rumschreie. Wobei, ich habe sie erst vor kurzem bei einem Grilltag, habe ich die mal gefragt gehabt, hört ihr mich eigentlich zwischendurch mal zu Hause? Aber warte, bevor wir da reinschauen, hier Champions League, hört ihr mich eigentlich manchmal rumschreien oder ein bisschen lauter sein oder so? Da haben sie mir tatsächlich bestätigt, nö, wir haben dich eigentlich kaum, wir hören dich eigentlich nie. Wenn wir dich hören, dann nur, wenn du die Treppe irgendwie hochläufst oder so und wir gerade im Flur sind, dann hört man dich ein bisschen stampfen. Aber die haben gesagt, die hören mich sonst nie, also ich schreie rum wie so wirklich ein Irrer und die merken das einfach nicht. Also Beste, besser geht's ja gar nicht. Aber hier, guck mal. Bayern München steht vor der Tür in der Bundesliga. Wir haben aber gerade gesehen gehabt, es gibt ja auch nochmal... Ah, nee, ich will nicht gucken, weil da war unser Name. Champions League-Auslosung. Also Tabelle und dann gucken wir mal rein. Erstmal vielleicht American Challenge Cup. Achso, war wahrscheinlich Vorbereitungsturnier. Ich will aber trotzdem eben kurz schauen, DFB-Pokal, was da so abgeht. Die Spiele wurden ja schon gespielt. Wir müssen gegen Wolfsburg direkt ran. Wieder ein sehr starker erster Gegner, muss man an der Stelle sagen. Wir hätten ja wahrscheinlich so Spieler, Teams bekommen können wie Halle, sieht man ja hier. Dynamo Dresden zum Beispiel, Fürth, wer auch immer. Wir haben aber Wolfsburg bekommen. Also wieder ein Niedersachsen. Ach, nein, ich habe den Fehler schon wieder getan. Ist kein... Scheiße. Nordderby. Noch, Mann, ich werde es nie lernen. Nein. Es ist ein Nordderby. Das wollte ich sagen, ja. W gegen W. Ja, erste Runde und so. Gab es da irgendwelche krassen Überraschungen? Ich dachte gerade, Dortmund wäre gegen Fürth rausgeflogen, war aber nur die zweite, Alter. Das wäre auf jeden Fall eine Überraschung gewesen. Wäre aber auch schon krass, wenn die in der ersten Runde halt irgendwie mitspielen. Aber ich glaube, keine riesen Überraschung gibt es jetzt hier. Also ja, DFB-Pokal steht schon fest. Und dann gucken wir uns hier die Champions League an, was hier so passiert. Und da sehen wir dann in der Champions League. Meine Damen und Herren, wir sind in einer Gruppe mit Juventus, Turin, Feyenoord und Rangers. Und ich werde jetzt aber mal richtig frech sein und sagen, das ist machbar. Gruppe A sehen wir. Auch absolut machbar für PSG. Das sind ja die Titelverteidiger der Champions League. Und wenn du dir dann die anderen Mannschaften im Vergleich dazu anschaust, na, ja, ich glaube, PSG wird es auf jeden Fall schaffen. Gruppe B sehen wir. Oh, das ist eine... Alter, das ist eine richtig geile Gruppe. Ich glaube, da können alle weiterkommen. Also ich weiß nicht, wie sie jetzt stehen im Jahr 2029, aber wenn man das jetzt vergleicht mit Real Life, kannst du dir echt einfach alle auch irgendwie vorstellen. Gruppe C, oh, München hat auch eine coole Gruppe irgendwie erwischt für die. Gruppe E sehen wir, boah, hoho, Leipzig und Salzburg erstmal sehr interessant in einer Gruppe. Aber wow, da wird es, glaube ich, knallen auf jeden Fall. Ja, Manchester United und Roma werden sich da die Köpfe einschlagen. Gruppe G,
sehen wir, oh, City wird, glaube ich, einen Run-Through haben. Ich glaube, die werden keine großen Probleme haben. Und Dortmund sieht man, die werden kämpfen müssen gegen Inter Mailand. Wie sieht's aus in der Europa League? Ich mag es ja auch so ein bisschen in die anderen reinzuschauen, was da so los ist. Leverkusen zum Beispiel hier, also seht ihr schon. Also es ergibt, glaube ich, auch Sinn, dass Wirtz dann zu uns halt wechselt, auch was die Ambitionen angeht und so. Ne? Also Europa League bei Leverkusen oder halt beim Doublesieger Champions League. Muss halt überlegen, ne? Wolfsburg, sehen wir. Ja gut, das ist auch eine ganz... Ja, guckt euch das mal an. Barcelona in der Europa League. Und müssen gegen Lens, Kopenhagen und Excelsior. Excelsior. Also da weißt du schon mal, wie die gecrashed sind und so. Ganz, ganz krasses Ding. Was in der Conference League, wer ist da so mit dabei? Freiburg ist da mit dabei. Haben sogar eine gute Gruppe erwischt, wie ich finde. Das können sie auf jeden Fall schaffen. Das könnte auch eine sehr interessante Gruppe werden. Außer Hibernian. Wobei, das war noch unsere... Oder, nee, welche Mannschaft waren nochmal unsere Underdogs, die wir doch angefeuert hatten mal? Waren die das nicht sogar? Ach, weiß nicht mehr so ganz genau. Aber das könnte also eine ganz, ganz coole Gruppe tatsächlich werden zwischen denen. Sehe ich auf jeden Fall auch irgendwie alle mit im Rennen. Naja, aber wie dem auch sei. Komm, wir gehen ja wieder zurück, weil es gibt jetzt erstmal einen Spieltag gegen FC Bayern München. Aber bevor wir da wieder reingehen, mein Gott, Alter, hier gibt es relativ viele Bremsen, die ich jetzt hier reinschleuder. Nee, wir haben auf jeden Fall noch Zeit bis zum ersten Champions-League-Spiel. Das ist sehr schön mit anzusehen. Das heißt also, wir brauchen da jetzt nicht, wir können da beruhigt gegen die Bayern rangehen mit der bestmöglichen Mannschaft, die wir aufstellen können. Einer fehlt hier auf jeden Fall, Pukstas, nämlich gegen Miller. Miller soll auf jeden Fall von Anfang an spielen. Ich weiß, dass Pukstas ein Tor erzielt hat und so, aber das ist auch ganz gut für seine, wie gesagt, für seinen Konkurrenzdrive, dass er jetzt, selbst wenn er ein Tor geschossen hat, immer noch weiterkämpfen muss und so. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen psychologisches Ding. Wir hatten auf jeden Fall einen besseren Start in der Bundesliga als Bayern München. Bayern München startete nämlich diese Saison mit einem Sieg, aber auch einem Unentschieden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, gegen welche Mannschaft das Unentschieden gekommen ist. Ich weiß auf jeden Fall nur, wie die Spieler wie das Ergebnis halt eben war. Also ein Sieg und ein Unentschieden. Und da sind wir besser rausgekommen mit 2 Siegen, mit vermeintlich einfachen Gegnern, muss man aber auch sagen. Also, naja, wie dem auch sei, ist ja auch egal. Wir müssen alles geben gegen Bayern München. Wir haben auch gerade die Saison halt eben begonnen. Heißt überhaupt nichts, dass Bayern München jetzt hier nach 2 Spieltagen nur auf Platz 6 halt eben ist und wir auf Platz Nummer 2. Und das sah schon richtig... Ich will gar nicht... Alter, was ist das für ein Name im Tor? Also ich möchte überhaupt gar keinen Namen schämen, aber für mich als Kommentator ist das ja eine absolute Pest, diese Namen auszusprechen. Und wir treffen auf unseren alten Stürmer Lookman. Der ist nicht gewechselt in der Transferperiode, ist tatsächlich geblieben bei Bayern München. Und jedes Mal, wenn ich kommentiere, macht Wirtz irgendwie einen Fehler und sowas. Ne? Das darf er sich nicht oft erlauben. Er ist ja eigentlich der Starspieler der Mannschaft, was seine Stärke angeht. Und dementsprechend sollte er eigentlich auch so ein Schlüsselspieler sein. Da sieht man sogar ein vertrautes Gesicht. Ademola Lookman, der ist noch nicht am Ball halt eben gewesen. Aber ich glaube, jetzt hier beim Angriff, theoretisch hat er hier die Möglichkeit ranzukommen. Ferrari zündet auf Overdrive im 6. Gang. Und Krejci, ja, zündet auch auf Overdrive leider in der 14. Minute, nämlich mit einem Foul. Freistoßposition, die ziemlich gut ist. Quasi eine vernährte Eckballposition. Und wenn sie die ruhenden Bälle drauf haben, die Münchner, machen sie daraus was ganz Gutes. Langoni kommt angesprintet. Die machen es dann doch lieber kurz. Ich weiß zwar nicht wieso, weil das nimmt dann... Alter, komplett verschissen die Chance für Bayern. Miretti, Lookman, gerade angesprochen, vorne vorm Tor, wird gefährlich, Miretti, Bissek, was machst du denn, und Bender, Junge, das halte ich nicht lange aus mit meinem Herzen, okay, da muss ich meine zweite Tablette hier nehmen, aber guckt euch das Umschaltspiel hier wieder an, Mathis Tell auch direkt, wirklich, der hat auf jeden Fall auf Overdrive gezündet, hat überhaupt nicht lange gefackelt und ging direkt nach vorne, und jetzt guck mal, was wir hier machen, mit Wirtz, mit Jensen und mit keinem Tor. Wieder eine Chance, die wir einfach vergeben haben, die auf jeden Fall hätte mehr werden müssen. Werner setzt sich da Weltklasse durch. Stach. Guter Pass, so wie ein Toni Kroos das machen würde. Geil, und Sancho gut weitergelegt auf Wirtz eigentlich. Also zumindest die Idee war schön. 31. Minute und wir haben mal einen richtig guten Offensivakzent hier gestartet, Freunde. Alter, Finne, du, ey, war das stark gespielt von Bayern München. Wir liegen 1-0 hinten. Und wir hören jetzt, jabadabadu, oder auch nicht, weil wir hören nur die Musik davon, Gott sei Dank. Verdammt, ey, 37. Minute, gut aufgebrochen, also da gebe ich der Defensive nicht mal unbedingt riesige Schuld oder sowas, weil, sind wir ganz ehrlich, das haben sie einfach richtig stark halt auch einfach gespielt. Also da kannst du auch nicht wirklich viel machen als Defensive, die Offensivläufe, die sie da getätigt haben und sowas, die haben einfach uns klasse rausgespielt. Aber mal gucken, was Sancho jetzt hier macht. Klasse rausgespielt, kann auch Sancho, oh, die Flanke geht ins Nichts. Der Keeper fängt die einfach instant ab, als wäre es nichts gewesen. Yo, war das gut. Sancho jetzt. Sancho ist da. Jadon Sancho, direkt der Ausgleich. Kurz vor der Pause kann man ja ruhig sagen. Was war das bitte für ein geiler Pass übrigens? Ich weiß nicht, wer den gespielt hat. Das will ich mir jetzt hier gerne nochmal in der Wiederholung anschauen, sodass ich mir den Spieler nochmal genauer in meinem Gehirn abspeichern kann. Jetzt gucken wir mal, wer war das denn jetzt hier? War das...
War das Miller? Ich weiß es gerade gar nicht. Richtig geil gespielt, Alter. Ferrari, ne, da kann er in den sechsten Gang schalten, wie er möchte. Die High Speeds hier von Sancho konnte er auf jeden Fall nicht damit abwehren. Ich weiß gerade gar nicht, warte, das gucken wir uns jetzt mal in der Leistungsgrafik hier an. Da steht ja, wer hier die Vorlage geliefert hat. Das war Wirtz! Guckt mal! Doch, doch, doch. Also, der Schein trügt. Nur weil ich ihn nochmal reinschneide, wenn er Fehler macht. Heißt es nicht, dass er nur Fehler macht die ganze Zeit. Alter, es ist gerade Ansu Fati für Bayern München auf den Platz gekommen. Ich wusste gar nicht, dass sie den Spieler überhaupt haben, bitte. Als ich das jetzt gerade gelesen habe, bin ich gerade vom Stuhl geklappt. Ansu Fati. Stimmt, den hatten sie in der letzten Saison ja auch schon gehabt. Da war ich schon so überrascht, ne? Jetzt erinnere ich mich auch gerade daran. Doch, seinen Namen habe ich schon aufblitzen sehen im Trikot von Bayern München. Also sehr, sehr krasses Ding. Und Krejci, der ist mir gerade ein bisschen zu aggressiv, Krejci. Fahr nochmal ein paar Gänge zurück, bitte. Das ist ein bisschen zu krass, was du hier machst, Alter. Also wirklich, der ist ein bisschen sehr motiviert, muss man an der Stelle sagen. Aber das ist unsere Chance, um hier nochmal was durchzuwechseln. Zum Beispiel würde ich gerne mal auch mal wieder einen Robin auf dem Platz sehen. Mal gucken, was der sich hier so halt eben erbringt. Ich habe auch überlegt, Gnabry einzusetzen. Auch gegen seine alte Mannschaft vielleicht ganz cool und so. Aber nee, ich glaube, wir bringen jetzt einfach mal den Robin halt eben mit rein. Genauso wie, dass wir halt mal einen Krejci mal kurz hier ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen. Der ist nur ein bisschen zu aufgewühlt. Und Mirettis Schuss ist ja auch wirklich ein Ding, also der Unmöglichkeit eigentlich gewesen. Moment, was sehe ich da gerade? Nee. Leistung? Halt, stopp. Bayern München. Broja, ey, wir haben gerade darüber gesprochen, ne, über die ganzen Stürmer, die wir schon hatten. Broja war auch ein Stürmer, den wir schon hatten. Und der spielt auch bei Bayern München. Aber natürlich doch, ich habe mich gerade gewundert. Ich so, hä, Lookman gar nicht mehr da und so. Ich so, warte mal, da kommen doch die quietschgelben Schuhe und so was. Da kommen doch bekannt von, ja, da ist er ja gewesen. Broja, tatsächlich, da ist er. Ja, also alle unsere Stürmer irgendwo unterwegs bei Top-Mannschaften und so. Ist ja auch schon schön anzusehen. Ich habe ja nichts gegen die ganzen Stürmer oder gegen meine gesamten Spieler, die bei mir mal gespielt haben und so. Ich gönne denen ja wirklich nur das Beste der Welt. Und wenn sie halt bei solchen starken Vereinen auch auftreten dürfen und so, ja, ganz ehrlich, klar, da geht auch mein Herz auf und so. Ich kein böses Blut und so, ihr wisst ja. Jetzt erstmal hier, pass mal auf, was jetzt hier einfach passiert. Broja mit einem geilen Trick und jetzt, wir können den Ball nicht abwehren. Doch, Bender dann der letzte Mann, der das Ganze dann unter Kontrolle hat und ganz genau die Übersicht hat. 84 Minuten lang ist hier nicht mehr zu spielen. Vielleicht die letzte Chance. Sancho, yo, 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 okay, Sancho. Okay, okay, zeig mal, Sancho, ja. Kleines Dribbling, Sancho, Sancho. Jetzt aber vielleicht, Tell ist das nicht, Robin und Mama Dadashvili oder wie der da heißt, ey. Zur Parade. Die erste Chance, die jetzt nach langer Zeit gekommen ist. Gucken mal, dass wir auch vielleicht mal wechseln können und so. Ein bisschen was hier durchwechseln. Tell kann zum Beispiel mal raus. Jin mal einfach mal hier die Stoßstürmerposition geben. Naja, wobei nicht ganz, ne, weil ich ihn trotzdem mit dem Stürmer halt irgendwie gebe. Wirtz geht auch mal raus. Da kommt Gnabry rein. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so offensiv hier schnüre und warum ich da jetzt unbedingt die Spieler reinsetze, aber das sind gerade die unfittesten, würde ich sagen, auf dem Platz. Jetzt ist aber Sancho derjenige, der mal die Flanke reinbringt. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie gut das unser Kollege hier kann. Die kommt gut auf Werner, aber nicht gut genug. Nächster Eckball aber zumindest 88. Minute. Das könnte jetzt hier wirklich so einen Lucky Punch irgendwie geben, ne? Da kommt er jetzt. Da ist Dardai, nicht. Declan Rice ist auch da. Mirettis und jetzt wollen sie schnell machen wahrscheinlich. Und Ansu Fati ist da die richtige Anspielperson, wenn es um Schnellmachen geht. Aber ihr seht schon, der bringt auch Wind aus den Segeln hier mit raus. Die Nachspielzeit, die ist schon an der Anzeigetafel. Wir sehen, eine Minute Nachspielzeit gibt es. Und Bayern München möchte davon profitieren hier. Mit Meier gerade eingewechselt. Der ist frisch. Ansu Fati wartet in der Mitte. Werner. Oh, Bender. Dankeschön. Es gibt aber noch einen Eckball, aus dem Bayern vielleicht profitieren kann. Bitte nicht. Flanke kommt. Wehrt das Ganze bitte ab. Da Dai fliegt. Pfeift doch ab, bitte. Wobei, hier wird er wahrscheinlich abpfeifen. Oh Gott, Ansu Fati macht das gut. Starkes Dribbling. Ansu Fati. Ansu Fati, bitte nicht. Robin muss jetzt aushelfen. Robin kämpft um den Ball, kriegt den aber nicht. Mirettis aus dem Winkel. Und Bender geht da dran. Es geht zum Abpfiff. Wir teilen uns mit einem Unentschieden 1:1 gegen Bayern München. Wow. Ja, nicht das beste Spiel von uns. Auf jeden Fall auf Augenhöhe. Also ein Unentschieden ist da sehr verdient, würde ich schon fast meinen. Ich habe aber so ein paar Schwachstellen, glaube ich, entdeckt, die ich mit Anweisungen, glaube ich, auch ganz gut ausmerzen kann. Was mir nämlich aufgefallen ist, vielleicht auch so ein bisschen das, was wird zum... Ja, Tatsache, guck mal hier. Positionsfreiheit nach außen ziehen, ergibt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Absolut nicht. Das ist jemand, der soll eigentlich hier Position halten. Der soll auf jeden Fall in der Mitte irgendwie bleiben und da seine Spirenzien irgendwie machen. Bestimmt kann er auf den Flügeln auch so hier und da Akzente setzen, aber ich finde, Sancho macht das schon herausragend. Da gibt es für mich irgendwie gar keinen Sinn, das Ganze halt eben irgendwie zu machen. Ich habe auch nur überlegt, halt Stach zu sagen, dass er auf jeden Fall hinten bleiben soll, aber Stach macht halt auch Tore vorne. Also, das ist halt wirklich schwierig. Also ich habe echt überlegt, ne, Stach zu sagen, der soll hinten bleiben beim Angriff und sowas. Aber wenn er halt vorne auch die Tore macht, dann will ich ihn irgendwie nicht missen wollen. Weil er kann davon ja irgendwie dann doch profitieren. Aber eine Sache muss ich hier noch ändern. Also ich glaube, Miller hat sich auf jeden Fall hier die Startelf-Position erkämpft und verdient. Ist sogar auf eine 81 schon mittlerweile hochgegangen.
Und deswegen setze ich ihn ein. Ich muss noch ein bisschen gucken bei Krejci, der ist mir gerade ein bisschen zu übermotiviert, foult ein bisschen zu viel und so weiter, dass wir da vielleicht einen Dardai von Anfang an einsetzen oder sowas, aber dafür ist noch ein bisschen zu früh, weil ansonsten macht Krejci seine Sache ja ziemlich gut. So, wir sehen schon, das nächste Spiel ist gegen Frankfurt, die auf Platz Nummer 5 stehen. Wir stehen nach den ersten 3 Spielen in der Bundesliga auf Platz Nummer 2, haben den Supercup gewonnen und Wahnsinnstransfers absolviert. Und ich würde sagen, das ist ein Top-Finale jetzt hier für die heutige Episode. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Episode dann wieder, wo es dann auch in die Champions League reingeht. Gruppenphase gegen Juventus Turin ist das Hinspiel. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss, macht es gut.